Eigentlich hättest du doch selber nach Berlin fahren können, Bobby. Aber geh, bin doch nicht blöd. Bei dem herrlichen Skiwetter. Bobby, du machst dir das Leben viel zu bequem. Das muss anders werden. Eine Frau gehört ins Haus. Du musst heiraten. Ja, 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 ich weiß schon, was jetzt kommt. Wenn ich einmal heirate, muss es die große Liebe sein, ich weiß. Das erzählst du mir schon seit 10 Jahren. Und inzwischen probierst du die kleinen Lieben durch. Ja, wie soll man denn sonst herauskriegen, welches die große ist? Entschuldige einen Augenblick. Hallo? Ja? Ja, ein Anruf aus Wien. Ja, hallo? Ja, hallo. Wer denn? Ach so, den Herrn Horschinger. Moment. Horschinger, Telefon? Ja, bin schon da. Ganz dich, ne? Wo sind der Apa? So was, sind so Neuenfirmen. Sein Lebtag ist immer der Apa. Hallo? Der Apparatur ist nicht. Ja, hallo. Dann redest du so, Horschinger. Ich rede doch nicht. Die reden ja nicht. Wer pfeift denn da? Hallo? Wer? Hoch, Karl, servus. Servus, der Karl ist. Servus, Karl. Ja, ja. Na, das du hast so eine hohe Stimme. Fangen wir so wie Zwirn. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist die. Liegt das an ja. Ich danke schön. Aha. Ja, ja, ja. Danke. Na, und da bringst du mir noch. Was? Du hast gehört? Wieso? Es gibt ja nicht das Reisebüro, muss doch die Platzkarten. Sie hat vergessen. Ja, nicht vergessen. Ja, na ja, Bes, was heißt Bes? Und dann kann ich am Puffer sitzen, nicht wahr? Also, ich fahre jetzt in die Stadt. Zum Essen bin ich wieder zurück. Schön mal. Ich darf wieder. Servus, fahren. Herr Horschinger. Christian. Aber wer zu dir kann ich eine Kiste anschauen, das ist doch eine Dummheit. Aber ich schaue mir zu einem Mann und der. Ja. Na, da kann ich dann. Kann ich ja gleich in den Zug rennen. Da kann ich ja gleich mit. Ich sag, da kann ich ja gleich mitrennen. Ja, na ja, bitteschön. Bitteschön. Ja, kann man nichts machen. Ja, ja, ja. Ich kann ja gar nicht anders fahren. Ich muss doch über Wien. Mein Gott. So viel Geld. Ja. Na, wenn du etwas willst, dass ich der Ottilie mitnehmen soll, muss ich es halt am Bahnhof mitbringen. Ja. Na ja, ja, ja. Aber nein, wo ist das? Ich hab vergessen, dass ich im Grunde, habe ich nicht gegrüßt, gar nichts. So ein Blöder. Den Mama sind ja alles allein machen möchte, dass man sich auf niemanden verlässt, ist am allergescheitersten. Sie werden schon einen Platz finden, das ist doch nicht so schrecklich. Ja, schrecklich ist es nicht, aber peinlich ist es, ne? Fahren wir das erste Mal nach Berlin, kommt hin. Ohne Platzkarten. Ohne Platz. Ja, die werden sich was Schönes denken. Lass ja, wie die Leute sehen. Da kommt der Kontakteur oder der Kontrolleur, wenn der reinkommt. Das Erste, was er sich sagt, hat der Mann einen Platzkarten? Aber Horschinger, die Hauptsache ist, dass Sie eine Vorkarten haben. Vorkarten? Ich brauche keinen. Ich freue die ganze Berliner Reise nicht. Ich habe ja meine Sachen in Ordnung. Ich sitze gerne eine Stunde früher am Bahnhof mit meiner Barren, mit meinem Koffer, mit meiner Platzkarten. So habe ich das gehört. Hier ist? Mein Gott, na. Ich habe noch so viel zu tun. Ne? Ist das so praktisch mit den langen Farben da? 23 Jahre steht ein Apparat da. Jetzt erfahren wir es dann über die Schnee und mit der Wand soll ja auch noch gehen. Hast du einen Junge gekriegt, der bei weg bin? Na, da bin ich auch noch da. Na ja, sie können ja nicht mit dir umgehen. Das ist doch so empfindlich. Wäre es nicht doch vielleicht besser, dass wir noch einmal telegrafieren nach Berlin, dass ich ankomme? Das ist doch nicht notwendig. Die Giesemanns haben den Brief bekommen, sie werden sie pünktlich am Zoo abholen. Am Zoo? Wieso am Zoo? Ja, am Zoo. Na, Zoo ist doch die Menagerie, so viel gehört habe. Ja, stimmt. Ja. Na, was macht ihr nicht bei den wilden Viecher? Ach, na, der Bahnhof heißt Bahnhof Zoo. Ja, Zoo. Na ja, also und die Giesemann hol ich mich ab. Ja, aber was haben Sie da für Bedenken? Gar keine Bedenken, ich rekapituliere. Na, du weißt schon, dass Sie genau unpünktlich sind. Auf die Giesemann, da kann ich mich verlassen. Also, wenn der Fischer Alois aus Wehren eintrudelt, nicht wahr, dann entschuldige mich bei ihm. Ich habe heute leider eine sehr, sehr wichtige Sitzung. Dann halt ein bisschen auf, Ottilie. Ich warte jetzt ein gutes Frühstück vor. Na, selbstverständlich, kriegt dann richtig im Wiener Kaffee. So, ich hole nachher von hier später ab. Nicht wahr? Und dass mir die Grete pünktlich zum Bahnhof geht. Wenn sie noch mit dem Anziehen schon fertig wäre. Grete! Ja? Aber so beeil dich doch. Na, ich hab doch schon Hut auf, Tante. Komm sofort.
Also krieg doch mal her. Da schau her. Also das ist ein Jugendbildnis von dem Alois Horchinger. Danach wirst du doch sofort am Bahnhof erkennen, ne? Die Visage unter 1000. Und du, das ist ein so gutmütiger, lieber Bursch. Der Bursch ist wohl etwas apart ausgedrückt, ne? Also jetzt geh geschwind, sonst kommst du wieder zu spät. Ach, ich und zu spät? Ich bin in 10 Minuten am Bahnhof. Niemand da. Sehr gut. Rieger? Nein, ich werde abgeholt. Ah, danke. Danke. Vor der Verspätung der Zug. Sagen Sie, Herr Vizepräger, kennen Sie vielleicht zufällig einen gewissen Diesemann? Ha? So ein großes Unternehmen, ein Bäckengeschäft, oder? Was hat er? Eine Bäckerei, oder? Ah, ein Bäckerladen. Ein Bäckerladen, ne? Das ist ja Dampfbäckerei, das ist ja ein riesiger Betrieb. Das ist ein Unternehmen, da könnte der Kinzelgossen. Ah, die gibt's bei uns nicht. Kinzelgossen 43. Natürlich gibt's das, ich hab's ja da aufgeschrieben. Dann zeigen Sie mal her. Ja, da haben das ja, da Ginzelgassen 43. Na, da steht doch Ginzelstraße. Ja, sag ich ja. Na, Sie haben gesagt Ginzeljasse. Na ja, was kann man denn so kleinlich sein? Es kommt auf der Fanz raus, ne? Ja, Mensch, am besten Sie fangen einen Schupo. Aha, weiß es nicht. Buch mal mehr. Heuer, na, und die Koffer, die... Lässt er mich stehen, wo er keine Koffer drin hat? So freundlich. Wilmersdorf. Da drüben, mit der U-Bahn. Aha, U-Bahn, danke. Ja, ist doch die U-Bahn, glaube ich. U-Bahn, bitte. Ja? Jawohl. Ja, danke. Entschuldige bitte, Tante, ich habe nämlich meine Schlüssel vergessen. So einmal möchte ich erleben, dass du deine Schlüssel nicht vergisst. Na, wo ist denn der Horchinger? Hast du den auch vergessen? Nee, du, der ist nicht angekommen. Nicht angekommen? Ja. Du, wo warst du denn so lange? Der Zug aus Wien, der ist viel später angekommen. Wir haben doch im Kursbuch nachgeschaut. Siehste, und das verstehe ich auch nicht. Und wo warst du so lange, Grete? Nun soll ich denn gewesen sein, Tante, auf dem Bahnhof natürlich. Auf was für einem Bahnhof? Na, auf dem Anhalter Bahnhof. Gott, der Zug kommt doch am Zoo an. Ist das dein Ernst? Na hör mal, damals, wie ihr von Wien gekommen seid, habe ich euch doch auch vom Anhalter Bahnhof abgeholt. Das war ja ein ganz anderer Zug. Na, erlaub mal, die Züge können doch hier nicht ankommen, wo sie wollen. Und jetzt steht der arme Alois, Mutterseelen an einem Zoo. Mädel, was hast du da wieder angestellt? Oh Gott, ist doch kein Kind, Tante, der wird doch wohl alleine hierher finden. Du mit deiner Schusslichkeit. Diese Mann. Ja, also. Die Kinder. Na? Wo haben die jetzt im Telegraph? Die haben überhaupt keinen. So Zaubersachen, einen Aufzug und... Hallo! Zu Hause ist wer. Schließel stiegt. Ist die Aufzug. Was ist denn? Was ist denn? Ach, das ist ja ich muss entschuldigen, dass ich so anpumpe, aber... Grüß dich Gott! Na, Gott, dass du da bist, hast du eine gute Reise gehabt. Na ja, danke. Platz gehört noch wie keine. Du, der Aufzug ist hin. So, da werden wir schon. Ja. Hast du eine große Mühe gehabt, herzufinden? Nein. Da haben wir ja Taxi genommen, ne? Nein, kein Taxi. Ich bin unterirdisch, bin ich gefahren. Da vorne bin ich auch. Steht da vorne, war schon in Köln. Ach, Köln. Ja. Du meinst Neukölln. Mein Gott, verfahren hast dich auch noch. Also siehst du, was du wieder angestellt hast. Das ist nämlich meine nicht Geräte. Sehr angenehm, Horchinger. Grete Giesemann, sie hätte dich nämlich am Bahnhof erwarten sollen. Na, Mahlzeit. Ja, ach so, sie ist lieber frühstücken gegangen. Frühstücken, wieso? Ich verstehe mal frühstücken. Ziemlicherweise am Anhalter Bahnhof erwarten. Ja, natürlich. Ich war angenommen, dass ich am Anhalter, also am Hauptbahnhof, erscheinen werde. Na, sehen Sie. Na ja, aber die haben mir die Karten in Wien für den zoologischen Bahnhof gegeben. Na, und ich habe eben auf dem Anhalter Bahnhof auf Sie gewartet. Ja. Müssen Sie nicht so entschuldigen. Nur selbstverständlich. Der Mensch kann sich ja mal irren. Na ja, selbstverständlich. Kann ja mein passieren. Gott, es war doch keine böse Absicht. Na, ich habe ja nicht behauptet. Ja, weil Sie so komisch gucken. Na, gar nicht. Ich war mir nur unangenehm, weil ich ganz allein dort gestanden bin. Oh Gott, Sie sind doch erwachsen. Das weiß ich ja, dass ich erwachsen bin. Na, dann werden Sie doch auch alleine gehen können. Na, Sie sehen ja, dass ich mir nicht tragen habe lassen, dass ich hergekommen bin. Aber es war unangenehm, weil ich in den Trubel hineingekommen bin. Das war, dass ich glaubte, da ist was passiert, aber es sind die Leute über die Kreuzung gekommen. Na ja, Gott. In Wien werden Sie sicher nur zu Silvester solchen Verkehr haben, ne? Bitte keine Bemerkung zu machen, weil ich mache auch keine Bemerkungen. Wieso denn? Obwohl es ja sowas da gibt. Die Hauptsache ist, dass du da bist. Jetzt gehen wir frühstücken, dann geht's eigentlich. Sowas kann mich riesig ärgern.
bin leider nur Gast, sonst hätte ich ja schon meine Meinung gesagt. Also ärgere dich nicht. Eine flotte Erscheinung, dieser Herr Horsinger. Na, mir liegt er nicht, wie der komisch guckt. Passt wunderbar aus. Ja? Ottilie, ja. Weißt du, dass sie überhaupt nicht älter wird? Okay. Ja. Wie alt bist du jetzt? Du bist, Möchtest du nicht lieber von was anderen reden? Willst du nicht meine Tochter sehen, die Edith? Ja, ja, da bin ich neugierig. Edith! Edith! Da ist die Edith. Sehr herzlich. Ja, Christus, guten Tag. Horsinger herzlich. Ja, das ist der Alu. Das ist der Herr Horsinger. Das ist aber groß, so groß. Nicht, dass ich weiß, wie alt man wird, nicht? Ja. Na, die Edith, die ist jetzt... Haben Sie eine gute Reise gehabt, Herr Horsinger? Ja, na mein Gott, gute Reise. Ohne Platzkarten bin ich heute gefahren. Hast du nicht einmal stehen müssen? Nein, gesessen bin ich schon, weißt du, aber ohne Platzkarten heute. Ist peinlich. Es ist peinlich für die Leute. Also, Herr Horsinger, entschuldigen Sie mich bitte, ich habe noch zu arbeiten. Jo, bitte, ja? Was arbeiten Sie denn? Ich studiere. Ah, Kunstgeschichte. Sehr schön. Barock? Barock, das schon her, das schon her. Das ist so schön jetzt. Das gefällt mir sehr gut, weil die Damen jetzt alles machen sie. Alles in jedem, bitte. Der Herr Architekt. Also, Horsinger, ich habe mich sehr gefreut. Meine Chef, sehr geehrt. Wiedersehen. Ich habe die Hand geküsst. Es wäre auch nichts dabei gewesen, aber das gehört sich nicht, weil sie zu jung ist. Du, Edith, ich denke eben, ob der Horsinger als Kind auch so süß ausgesehen hat, weil doch bekanntlich alle kleinen Kinder... Ach, du, der guckt genau wie du hier auf diesem Bild. Na, hör mal. Doch, ja, du, der guckt so komisch. Sag mal, wie kommt deine Mutter eigentlich zu dieser Ulchen Kruke? Ein Jugendfreund von ihr. Ich glaube, eine alte Liebe. Da kann sie aber von Glück sagen, dass er dem entgangen ist. Warum? Ich finde ihn sehr nett. Ich auch. Ich bin begeistert von dem Mann. Ich verberge es nur geschickt. Ja. Komm, wir wollen anfangen. Ich muss morgen abliefern. Also hinein in die barokkanische Romangotik. Die kraftvolle, malerische, monumentale Umbildung der Renaissance. Ja, voll, die sind aber bedeutend ruhiger werden. Wie war das? Die kraftvolle, malerische, monumentale Umbildung der Renaissance. Nicht. Und was ist sonst bei euch los? Noch nicht viel. Nicht viel. Was denkst du, Cornet, ans Heiraten? Wer? Na, der Profi, der Walden. Ach. Ich will aber sagen, er hat ja ganz recht. Ne? Er sagt, warum soll ich mich denn verkaufen? Was heißt verkaufen? Der hat doch das wunderbare Schloss. Ein Schloss, das ist ja doch nichts. Ist ja doch ein Palast. Was glaubst du, wir zahlen ja drauf. Nicht wahr? Es ist ja, kostet ja massenhaft. Ich will aber sagen, er hat keine Schulden, aber er hat auch kein Geld. Ne? Also alles, du weißt doch, dass ich die Edith für ein paar Semester nach Wien schicken will. Ja, das habe ich dir doch geschrieben. Also jetzt komm, hör mal zu. Also da könnt ihr euch doch besser kennenlernen und könnt ihr euch öfter treffen. Ich glaube kaum, dass sie einen Wert auf meine Gesellschaft legen wird. Alois, wer spricht denn von dir? Ich rede doch vom Bobby. Schau, Alois, ich will ganz aufrichtig zu dir sein. Also ich möchte so gern, dass die Edith den Bobby heiratet. Ich habe ihn als anständigen Menschen kennengelernt. Hübsch ist er auch. Na und, ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Aber es wäre halt mein Herzenswunsch, dass die Edith an Wiener heiratet. Ob ich dich verstehe. Onkel. Na, Grete, hat alles geklappt mit dem Horsinger? Naja, weißt du, mehr oder weniger, Onkel, wie man es so nimmt, nicht? Ja, netter Kerl, was? Ach, ich bin begeistert. Wie? Wir haben ja einander schon so lieb. Ah, wenn man nicht wolle. Hör mal zu, Grete. Du, deine Tante, die hat da geheime Pläne mit Wien. Wieso? Naja, also, sie will, dass Edith, ne, diesen Bobby Walden heiratet, aber ich funke dazwischen, sag ich dir. Und du fährst mit nach Wien. Ich? Ja. Nach Wien? Nee. Jawohl, du. Ich will nicht, dass meine Tochter verwienert. Ich will nicht, dass sie diesen Bobby Walden heiratet. Na, und was sagt denn der Wilhelm dazu? Doch, dem habe ich klar gemacht, dass es schon im Interesse von Ediths Studium ist, dass sie nach Wien geht. Aber ich möchte keine Liebesgeschichten hören. Liebe streng verboten? Eine glänzende Idee. Wir verstehen uns. Wie immer, Onkel. Also, ich passe auf Edith auf. Du, ich belle wie ein Schäferhund, wenn sich dir so ein Wiener Süffchen nähert. Bleib unter uns. Immer dran denken, niemals davon sprechen. Ach, Alvis! Ja, gut gereist, gut angekommen, gut gefrühstückt. Ja. Sag mal, bist du so klein geworden? Hä? Ist so viel gelogen, was? Was sagt er? Er spricht so geschwind, dass man überhaupt nichts versteht. Wie gefallen dir die Berliner? Na ja, gut. Sehr gut. Sag, sind die so tierliebend? Wieso? Ich weiß nicht, in der Unterirdischen haben mich heute zwei gefragt, ob ich einen Vogel hab. Wenn man dann nicht von Wien einen Vogel mitbringen. Ja, ja, tierfreundlich sind die Berliner. Das kann man wohl sagen. Also Alois, komm, jetzt müssen wir gehen. Nein, nein, lass denn alles erst fertig frühstücken. Du, ich kann nicht, ich hab schon drei Scheunen getrunken. Ja, doch, ich bin ja schon ein bisschen fertig. Aber wir müssen jetzt... Da alles freut sich sehr, dass die Edith nach Wien kommt. Der Plan ist, ihr nicht auszureden.
Na, das ist sehr schön, Wien. Weißt du, ich werde was sagen, wo Sie auf Barock studieren? Also fangst schon wieder an. Die Sache ist doch beschlossen. Beschlossen, ja. Aber unter einer Bedingung. Grete fährt mit. Zu was? Ich will nicht, dass das Mädel allein in der fremden Stadt rumsitzt. Nur allein kann man das nicht. Schließlich bin ich auch noch da, nicht was? Ja, ja, du sitzt da draußen auf deinem Gut, nicht wahr? Wann kommst du denn schon mal in die Stadt? Nee, nee, nee. Ich will nicht, dass Edith sich im möblierten Zimmer rumärgern muss. Das hat sie nicht nötig. Meine Tochter nicht. Sie wird sich mit Grete eine kleine niedliche Wohnung mieten und Grete vierte Wirtschaft. Das ist eine hübsche Wirtschaft, Bernd. Grete mit ihrer Schuldlichkeit. Dann wird sie mal ein bisschen zusammenreißen. Also meine Bedingung. Entweder mit Grete oder ja nicht, sag ich dir. Also gut, Wilhelm, wenn du durchaus willst, mit der Grete. Na also. Alois, komm jetzt in Bewegung. Jetzt müssen wir erstmal richtig einen Frühschoppen machen. Du hast geschlossen, jetzt trinke ich Kaffee. Oder wenn wir vorher kann... Berliner Korn runterjagen, dann werde ich deine Batons schon erwärmen. Du musst Berlin jetzt richtig kennenlernen, Alois. Sag dir mal Alois. Wie? Alois. Ich sag doch, da war Alois. Aloysius. Ach, mach mir die verrückt. Und kommst du zu spät zum Mittagessen? Es gibt halt ein Paprika-Händel mit Nockerl. Ja, na fein, na, Eisbein waren wir lieber gewesen. Oh. Weil in Berlin waren wir schon, na, ja, ist Paprika-Händel auch ganz gern. Ja, Gretel, Gretel, ja, Gretel, ja, ich will was mit dir besprechen. Setz dich hin. Also, pass mal auf. Ich hab's beim Onkel durchgesetzt, dass du die Edith nach Wien begleitest. Das ist dir gelungen. Das hast du durchgesetzt, Tante. Ja, weißt du, ich habe mit der Edith in Wien einen besonderen Plan. Wer hätte das gedacht? Also pass mal auf, der Bobby Walden, bei dem der Horchinger Verwalter ist, das ist ein sehr netter, charmanter Bursch mit einem wundervollen Schloss. Und der ist noch zu haben mitsamt dem Schloss. Du, aber die Edith darf um Gottes Willen gar nichts davon merken. Die soll sich sozusagen ganz von selber in dieses Schloss verlieben. Sehr richtig. Weißt, Gretel, es ist halt ein Traum von mir, dass die Edith den Bobby heiratet. Ob das nun aber auch ein Traum vom Onkel ist, wie? Der hat zu träumen, was ich träume. Im Übrigen muss die Angelegenheit mit äußerster Delikatesse abgeliert werden. Naja, also Tante, da hättest du nun keinen besser finden können wie mich. Das habe ich gewusst, Gretel. Also da die Edith hier doch noch zu tun hat, da fahrst du am besten gleich mit dem Horchinger nach Wien. Ja, am besten, ich fahre gleich mit dem Horchinger zusammen. Da wird er sich genauso freuen wie ich. Dann nimmst du eine kleine hübsche Wohnung, damit die Edith gleich einziehen kann, wenn sie kommt. Und sich von diesem Bobby den Hof machen zu lassen. Sehr richtig. Du, aber die ganze Sache bleibt zwischen uns. Immer dran denken, nicht davon sprechen. Nein, nein, Herr Wallen, da können Sie hier sagen, was Sie wollen. Berlin bleibt doch Berlin. Na, wenn Sie jetzt länger hier sind, werden Sie schon mehr Verständnis für Wien bekommen. Jetzt sind Sie ja kaum 8 Tage bei uns. Ja, das ist richtig. Vielleicht. Dankeschön. Ja? Noch dazu, wenn man so nett rumgeführt wird. Oh, es wird bestimmt noch viel netter. Ich hoffe, wir werden recht oft sehen, ja? Ab morgen bestimmt oder ab übermorgen. Wieso übermorgen? Na ja, wenn ich dann die neue Wohnung gemietet habe und wenn ihr das jetzt da. Ach so, ja. Was ist denn? Was soll denn das? Glauben Sie, ich will hier baden? Bitte? Das ist schon gut, Freude. Da sehen Sie, Frau Grete, jeder Völkerstamm hat denn so seine Sitten. Und wenn ich jetzt noch ein Glas ausfülle, kriegen Sie wieder 3 neue. Ja, die Dame scheint sich zu verspäten. Bereits 11 Uhr. Das macht ja nichts, Herr Wellner. Wir können inzwischen das Inventar aufnehmen und die Mieterin wird es dann unterschreiben. Also schön, fangen wir an. Also, ein Tisch. Es bleibt heute Abend bei der Oper, ja? Ja. Ganz groß, wie Berliner sagt. Ich hole Sie in Ihrer Pension ab. Ja, sehr schön. Bis dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bitte zahlen, ja? Schon bezahlt, bitte. Wann denn? Das habe ich doch gar nicht gesehen. Herr Walden hat aufschreiben lassen, wie immer. Aufschreiben lassen, wie immer. Na ja, also ich lasse mich nicht aufschreiben. Ich zahle bar, wie immer. Ein Einspänner macht 30. Was denn? Eine ganze Droschke soll ich bezahlen? Ich soll vielleicht auch noch das Kaffee hier kaufen, wie? Wie bitte? Nee, pass mal auf, lieber Mann. Ich möchte diesen Kaffee bezahlen. Meine Rechnung möchte ich begleichen. Ja eben, ein Einspänner macht 30. Und dann hier so ein Pfannkuchen. Ein Karpfen. Wie kommen Sie denn auf Karpfen? Einen Pfannkuchen? Ja, was hat den Karpfen zu uns, den Kollegen, den Einspänner mir? Was ist hier mit dem Bad? Bitte? Na, nutz ihn noch, nicht? Das ist ja unglaublich. Das ganze Silber ist weg. Bis auf den letzten Kaffeelöffel. Und die silberne Obstschale fehlt auch. Aber die Leichte wurde vergessen. Das ist so ein Gauner. Haben Sie einen Verdacht? Ja, natürlich. Das ist mein sauberer Herr Diener, der Xaver. Deswegen ist er auch 2 Tage früher verduftet. Na, sowas, das möchte ich mir nicht fallen lassen, Herr Wellner. Nein, das tue ich auch nicht. Machen Sie inzwischen das Inventar fertig, ich gehe sofort zur Polizei und erstatte die Anzeige. Ja, und wenn das Fräulein Giesemann kommt? Dann schließen Sie mit ihr den Vertrag ab. Von wann ab?
Ab morgen. Morgen ist der erste und Mittag verreise ich. Also machen Sie alles gut. Ja, bitte. Silber, 2 Armleuchter, 1 Obstschale. Na, die fehlt. Morgen, Herr Wellner. Morgen, Herr Huber. Sagen Sie mal, haben Sie eine Ahnung, wo der Xaver hin ist? Nein, ist was nicht in Ordnung? Und der Fall Lott, mein ganzes Silber hat er mal gestohlen. Schrecklich. Übrigens, wenn eine Dame kommt und nach der Wohnung fragt, führen Sie es hinauf, der Agent ist oben. Ja, Wiedersehen. Habe die Ehre. Guten Tag. Fall ein Wort zum Herrn Wellner. Erraten Sie, ahnungsvoller Engel. Der wohnt im dritten Stock. Dankeschön. Sie brauchen nicht drauflaufen, können rauffahren, dann nur reinwerfen. Ist das ein Schokoladenautomat? Wieso, nein, das ist ein Aufzug, da müssen Sie ein Markerl hineinwerfen. Was denn, eine ganze Mark für die 3 Treppen? Aber nein, ein Markerl für den Aufzug, damit Sie mit der Kiste rauffahren können. Ach, sehr ungemein, praktisch. Ja. Sie haben keine, ne? Nein. Ja, da müssen Sie in der Trafik gehen. Wohin muss ich gehen? In eine Trafik und dort können Sie sich kaufen. Was ist denn das überhaupt, eine Trafik? Eine Trafik ist ein Geschäft, wo man Zigarren und Zigaretten kriegt. Warum sagen Sie mir nicht gleich, dass es ein Zigarrengeschäft ist? Ich habe Ihnen ja eh Trafik gesagt, ne? Also passen Sie auf, wenn Sie jetzt aus dem Haus rauskommen, da gehen Sie rechts, ne? Rechts und dann die zweite Gasse links. Das ist der Platz, den Platz gehen Sie schräg durch und auf der Ecke, da ist ein Kreisler und neben den Kreisler, da ist eine Trafik. Aha. Da kriegen Sie es ja gar nicht. Müssen Sie noch 2 Gassen weitergehen und dort ist eine kleine Trafik. Und dort kriegen Sie dann die Marken zu. Sie müssen aber bedeutend ruhiger werden. Ich will Ihnen mal was sagen, guter Mann. Nee, ich sag's Ihnen nicht. Mahlzeit. Ja, Heder, Fräulein. Heder? Ich bin überhaupt nicht Ihr Fräulein. Sag mal, wollen Sie meine Nerven total ruinieren? Nein, ich wollte nur ein Kavalier sein und Ihnen das Markerl so. Hm, ist aber ein schöner Zug von Ihnen. Komisch, ich habe Sie alles verstanden. Und Sie mich nicht. Der Herr Wellner hat leider nicht mehr länger warten können, aber ich habe Vollmacht, den Vertrag abzuschließen. Ja, nur sachte, sachte. Erst will ich mir den Laden mal ansehen. Laden? Nein, Geschäft ist keins dabei. Wie? Ach so, das ist ja hier ungemein praktisch, diese Ölsardinen. Hallo, komm mal her, Franz. Hm? Na, der wird sich schon noch an mich gewöhnen. Dieses Zimmer ist wirklich sehr hübsch. Warum gibt denn der Herr Wellner die Wohnung eigentlich auf? Ja, er verreist nach Cortina. Nach Cortina zum Wintersport und für die paar Wochen vermietet er die Wohnung? Nein, nein, nicht zum Wintersport. Er geht dort in eine Stellung. Stellung, denken Sie mal an. Ich dachte immer, in Cortina kann man nur Skilaufen. Das ist nämlich so, der Herr Wellner ist der Sohn von dem bekannten Hotelbesitzer Wellner. Aha. Und in den alten Hotelierfamilien ist das so üblich, dass die Söhne von Pick auf lernen, von unten auf. Äußerst interessant. Er hat das Piccolo angefangen und jetzt wird er dann Empfangschef in Cortina. Ja, hören Sie mal, Sie müssen aber auch bedeutend ruhiger werden. Die Familiengeschichte derer von Wellner interessiert mich nämlich gar nicht. Nun kommen Sie, mein Guter, zeigen Sie mir mal das Schlafzimmer. Anständig. Sehr anständig. Oh ja, anständig. Und billig. Sozusagen eine Occasion. Oh, Occasion. Sehr gut. Das ist sehr gut. Sagen wir, sonst ist die Wohnung doch komplett. Ich meine, Bettwäsche, Tischwäsche, Silberzeug. Ja, Silberzeug. Bis auf den kleinsten Kaffeelöffel. Gabeln, Messer, kleine Gabeln, kleine Messer und die silberne Obstschale. Moment, so schnell geht's natürlich nicht. Also bitteschön noch einmal, aber schön langsam. Eine Kleiderablage, eine Sitzbank mit 4 Pölster. Pölster? Ja, Pölster. Ein Ankleidespiegel, ein Vorhang samt Karnisse? Was ist Karnisse? Ja, das ist oben für den Vorhang, damit er... Man kann das schwer erklären. Na, Hauptsache ist, dass Sie es wissen. Für etwaige Schäden ist Fräulein Grete Giesemann vollkommen ersatzpflichtig. Ich. Die Richtigkeit des Inventars bestätigt Herr Wellner durch Mietfertigung. Mietfertigung des Mietvertrags. Herr Wellner hat den Mietvertrag gefertigt. Na, ist gut, wenn Sie es wissen. Geschlossen, gefertigt, genehmigt. Ich genehmige. Ich genehmige nachher ein kleines Helles. Und morgen um 9 Uhr können Sie einziehen. Hier ist Ihr Mietvertrag. Aha. Samt Karnisse. Das sind auch die Schlüssel, 2 Bünde, wie Sie es verlangt haben. Besten Dank. Und morgen können Sie auch die Schlüssel von Herrn Wellner haben. Das ist mir sehr angenehm. Denn stellen Sie sich vor, ich verliere die 2 Bünde, habe ich noch ein drittes, nicht? Na? Ja, wie man gehört, die Preußen sind so pünktlich, was? Ja, ja, die anderen schon. Aber die nicht. Das kann aber stumm dauern. Können Sie vom Glück reden, wenn Sie überhaupt noch ein Stück von dritten Nacht zurechtkommen? Eine Hitze haben dich doch sowas von überheizen. Sie können die Geschichte vom Bahnhof Zoo nicht vergessen, was? Ja, ist ja nichts angenehm, wenn man so ganz allein am Bahnhof steht, nicht wahr? Ohne Platzkarte. Ich bin doch pünktlich. Oder warten Sie etwas schon? Aber gar keine Spur. Aber woher? 3/4 Stunde warten wir heute. Aha, der Herr Rauschinger ist ja auch da. Bin auch da, bin aber bereits wieder in Gehen, weil ich mich empfehle.
mit dem will ich stirn. Aber wollt ihr euch nicht endlich einmal vertragen? Auf die Dauer ist das doch kein Zustand. Ich finde, das ist ja ein Zustand. Aber kein sehr angenehm. Gott, jeder hat eben seinen eigenen Zustand, nicht? Na denn? Eben. Guten Tag. Guten Tag. Fräulein, gib mir mal ein Telegramm. Wieso? Doch kein Telegramm. Nein, eine Quittung, dich bitte zu unterschreiben. Seit wann sind die Telegramme quittiert? Das ist eine Neueinführung extra für Fräulein Giesemann. Und sagt sie nachher, sie hätte das Telegramm nicht bekommen. Aber, Frau Schinger. Nein, das geht nicht. Ankomme Ostbahnhof 22.10 Uhr. Edith. Edith kommt, ich muss zum Bahnhof. Das ist aber sehr schade. Mit wem soll denn ich jetzt in die Oper gehen? Ach ja, das ist wirklich schade. Gut, nehmen Sie Herrn Horschinger mit. Ja, bitte, warum nicht? Zufällig bin ich sehr kunstfreudig. Wann ist es denn aus? Ach, da habe ich eine viel bessere Idee. Und der Horschinger kann Edith vom Bahnhof abholen. Nein, das wird nicht gehen. Ich muss doch Edith in die neue Wohnung bringen. Aber das kann doch der Horschinger genauso, nicht wahr, Horschinger? Natürlich kann ich, warum nicht? Kann alles. Würden Sie das tun, mein lieber Herr Horschinger? Gewiss, natürlich. Wenn ich Herrn Walten damit eine Gefälligkeit erweisen kann, doch sehr gern, selbstverständlich. Und wo liegt denn die Wohnung, bitte? Ja, hier ist der Vertrag. Ja? Da steht die Adresse nämlich drin. Okay, so. Das freut mich. Ja. Muss mir doch in der Tasche aufgeben, dieses Hier sind Papier. Auch die Schlüssel, wenn Sie so freundlich sein wollen, bitte? Herr Horschinger. Bin so freundlich, bitte. Ja, und dann sagen Sie doch der Edith einen schönen Gruß von mir. Ja? Und soll nicht böse sein, dass ich Sie nicht abhole. Ja. Nach der Oper gehe ich hierher, hole meine Koffer und komme dann sofort in die neue Wohnung. Ja, bitte. Und wann kommt denn der Zug an? Hier. Ostbahnhof 22.10 Uhr. Ostbahn? Ostbahn? Ja. Ich meinerseits lasse nämlich die Leute nicht gerne warten. Horschinger, fangen Sie schon wieder an. Ja, sind wir nur so rausgerutscht. Entschuldigen. Aber bitte. Frau Giesemann, wir müssen gehen. Ja, also dann auf Wiedersehen, Herr Horschinger. Auf Wiedersehen. Und machen Sie es gut, mein Jawohl. Lieber Herr Horschinger. Auf Wiedersehen. Küsschen. Hallo. Ich glaube, das sind ja gar nicht die Schlüssel. Lassen Sie mich mal versuchen. Aber schauen Sie, wenn ich es... Ich hab schon mehrere. Das ist doch nicht die erste Tür, die ich... Na? Na, Jürgen, aber es gibt einen Widerstand. Das ist ja nicht. Geben Sie auch, Sie werden im Bad abbrechen. Sie werden im Bad abbrechen. Na? Na ja. Mit Gewalt? Also, hätte gerade so gut der Bad abbrechen können. Also, jetzt empfehle ich mich. Bleiben wieder. Sie doch noch hier, Herr Horschinger. Ja? Ja. Schaut aber nicht gut aus, wissen Sie. Ja. Ich soll allein hier in der fremden Wohnung. So, haben Sie Angst? Na geht's. Na ja, Sir, nichts dabei, brauchen Sie nicht zu genieren. Was, wenn Sie Angst haben, so bleibe ich da, aber das ist ja nichts. Hallo? Ist jemand hier? Ist da jemand da? Ist niemand da. Woher ist denn da? Ja, sonst hätte er sich doch gemeldet. Das war... Hallo? Ui je. Na, natürlich hat es erwischt. Wenn Sie mal, ein Vasen stellt man ja auch nicht auf die Erde. Aber Herr Horschinger, das ist doch modern. Aber was moderner Blödsinn ist. Da kann ich ja gerade so gut einen Schirmständer auf den Tisch stellen. Mhm. Ne? Also, dreimal was Schönes. Mhm. Vielleicht von einem jungen Mann. Mit einem Schloss. Mhm. Und so. Wissen Sie, was man die erste Nacht in einer neuen Wohnung träumt? Das geht in Erfüllung, sagt man. Na, ich werde es mir Mühe geben. Ja. Und wenn das Fräulein Gretel kommt, die hat ja ihren Schlüssel. Und Sie wissen die Adresse der Wohnung nicht? Die Adresse steht doch in dem Vertrag. Na und? Und den Vertrag hat doch der gute Herr Horschinger. Das ist aber eine scheußliche Situation. Was machen wir denn da? Der Agent weiß die Adresse. Und die Adresse des Agenten wissen Sie, ja? Nein, die weiß ich natürlich nicht. Na, selbst wenn Sie wüssten, würde es auch nichts nützen, denn in der Nacht wird er kaum Bürostunden haben. Na, sehen Sie. Ob dieser liebe Herr Horschinger schon zu Hause ist? Na, das glaube ich kaum. Wenn der alle heiligen Zeiten einmal nach Wien kommt... Da bummelt er, dieser Mensch. Ja. Auch das noch, ja. Na, jedenfalls will ich ja mal telefonieren. Ne? Das ist eine gute Idee. Kommen Sie rüber in mein Zimmer, ja? Ah, danke. Ja, leider. Der Horschinger ist nicht zu Hause. Es ist furchtbar, es ist furchtbar. Ich bin völlig mit den Nerven runter. Jetzt seien Sie doch nicht so verzweifelt. Gott, Sie sind so nett zu mir und ich bringe Sie um Ihren Schlaf, wo Schlafen doch so gesund ist. Ja, ich finde es offen gestanden ganz lustig. Im Sinne von vergnügt? Sehr vergnügt. Fällt Ihnen denn wirklich nichts ein? Das Einzige, was ich vorschlagen kann, wir suchen den Horschinger. Na, wo kann denn der sein? Bei Grinzing. Ich soll nach Grinzing? Mhm. Nicht für einen Wald voll grüner Affen. Aber warum denn nicht? Weil ich es hasse. Na, du lieber Himmel. Sagen Sie mal, kennen Sie es denn überhaupt? Natürlich kenne ich es aus dem Film. Ach, daher stammt Ihre Weisheit. Dann ist es direkt meine Pflicht,
Ihnen Grinzing zu zeigen. Was Sie glauben, vielleicht der Horchinger sitzt in so einem heurigen Lokal für die Zugereisten, was? Für wen bitte? Für die Hinzugereisten, die Fremden. Ach so, wie ich in der Art. Nein, der sitzt, wie sich das gehört, in einem kleinen heurigen in der Probusgossen beim Mühr zum Beispiel oder beim Schött oder beim Hergel. Wenn ich die Namen bloß höre, wird mir schon ganz anders. Na bitte, wenn Sie wollen. Von mir aus kann sich die Edi zu Tod ängstigen. Seien Sie auch nicht so bösartig zu mir. Na kommen Sie, wir gehen. Na also, Frau Meier-Gordon. Was ist nun schon wieder? Ach, ist ja auch egal. Denn so? Ich tue Ihnen doch gar nichts. Wie kommen Sie denn hierher? Das möchte ich Sie fragen. Wenn Sie nicht sofort meine Wohnung verlassen, dann schrei ich das ganze Haus zusammen. Sie Einbrecher, Sie. Einbrecher ist gut. Sie sind der Einbrecher. Oder vielmehr, wie ich bereits zu meinem größten Vergnügen feststellen konnte, die Einbrecherin. Also bitte, gehen Sie sofort hinaus. Denke ja gar nicht dran. Doch meine Wohnung. Ihre Wohnung? Ist das wirklich wahr? Sehe ich aus wie ein Schwindler? Im Übrigen kann ich es Ihnen beweisen. Hier in dieser Schublade ist ein Feuerzeug, ein Revolver und ein Autoschlüssel. Bitte überzeugen Sie sich. Nun? Es ist aber trotzdem meine Wohnung. Mein Name ist Thomas Wellner. Aber wir haben doch die Wohnung gemietet, also wahrscheinlich von Ihnen. Wenn Sie nicht doch ein Einbrecher sind. Aber bitte, bitte, hier ist der Vertrag. Ja, das stimmt schon. Aber bitte lesen Sie nur genau nach. Hier drinnen steht ab 1. Und heute ist der 31. Das ist echt Grete. Darf ich mich unbescheidenerweise erkundigen, wer diese echte Grete ist? Meine Cousine. Sie hat für uns beide die Wohnung gemietet. Ich bin nämlich heute Nacht erst aus Berlin gekommen. Das tut mir leid. Was tut Ihnen leid? Dass Wien so lange auf ein so hübsches Mädchen hat warten müssen. Halten Sie diese Situation für geeignet, einen Flop anzufangen? Dazu ist jede Situation geeignet. Ich hoffe, Sie sind ein Gentleman. Also verschwinden Sie so rasch, wie Sie gekommen sind. Erstens bin ich nicht rasch gekommen und zweitens finde ich es sehr wenig nett, einen jungen Mann nachts hinauszuwerfen. Noch dazu aus seiner eigenen Wohnung. Dann muss ich eben gehen. Aber bitte, ich will Sie auf keinen Fall vertreiben. Einer von uns muss weichen. Heute gehört die Wohnung noch Ihnen. Aber es wäre mir ein Vergnügen, wenn Sie mein Gast sein würden. Und Sie? Ich? Vielleicht gestatten Sie mir, dass ich im Wohnzimmer nächtige? Nein, das geht nicht. Dort steht die Grete. Grete? Ich habe keine Grete im Wohnzimmer gesehen. Aber sie muss jeden Moment kommen. Schade. Das heißt, ich meine, das ist ja großartig. Dann kann ich vielleicht im Dienerzimmer übernachten. Sie sehen, ich bin wirklich anspruchslos. Ja, im Dienerzimmer? Na, großartig. Dann sind wir uns ja vollkommen einig. Ich möchte nur noch einen Vorschlag machen. Darf ich Ihnen vielleicht die Wohnung zeigen, bis die Grete kommt? Na schön. Gehen Sie ins Wohnzimmer, ich komme nach. Ich wollte nur noch fragen. Oh, Verzeihung. Also hier ist er auch nicht. Das ist jetzt das sechste Lokal dieser Art und nun gebe ich es auf. Meine Verehrung, die Herrschaften, bitte vielleicht dort drüben. Oh nein, das ist viel mehr. Also kommen Sie schon. Ein Glas Wein müssen wir noch wenigstens zusammen trinken. Muss das sein? Es muss sein. Bitte, meine Gnädigste. Und wann das Wein dann unten kommt, dann steigt und die Musik zeigt, was die Geige geigt. Fräulein, dann wird es Frühling in mir. Ich verkauf mein Gewand beim Maurerklavier. Und wann dann das Wein dann narrisch hat gemacht, kehr ich zu dir und du zu mir.
Also bringen Sie uns einen guten alten Wein, ja? Aber nein, wir sind doch beim Heurigen, da müssen wir doch einen heurigen Wein trinken. Ja, okay, aber nicht den Wind, beim Winter trinken wir einen alten Wein. Wie interessant, wie ich mich bilde, nicht? Hier gibt es einen wunderbaren alten Wein. Naja, wie dem auch sei, ein kühles Bierchen wären wir lieber. Was? Bier in Grenzi? Um Gottes Willen, ist das nicht laut hier. Da musst du doch auch nur ganz leise zugetischelt. Sie werden mich ja wohl nicht verraten. Nein. Ach, ist das ulkig, sehen Sie mal. Das ist wohl, dass man oben nicht so schnell ran kann, nicht? Was denn, wie machen Sie das? So eine großartige Erfindung, sehen Sie mal. Jawohl, sowas haben wir auch am Gefährdermeiter. So, bitte. Lass euch auf den Kopf setzen? Natürlich. Die sollen ihren Spaß haben. So. Na, was sagen Sie überhaupt hier zu Grenzen? Ja, ich sage ja. Geigen hängen ja hier gar nicht vom Himmel runter, nein. Fiat hat es auch nicht gefahren. Das wäre ja auch zu klein, nicht? Und es sitzt auch nicht an jedem Tisch ein liebes Pärchen. Oh, an jedem nicht, aber an manchen doch. Also, na dann ihr wohl, Frau Grete. Sehr zum Prost, mein Herr. Heute hab ich schon mein Fahrrad, heute ist mein Rollerwärm. Ja, da haben's mein letztes Grau und spielt mein Habitat. Also, sehr hübsch, aber von Tanzen kann jetzt keine Rede sein. Tun Sie mir einen Gefallen. Spielen Sie es mir mal ganz langsam vor und Sie erklären mir es. Ja, ja, gut ist, ich ja. Bilde mich nämlich so gerne. Aha. Wie haben Sie vorhin in der Pension zu mir gesagt? Ah, Vormeiergnaden. Ja, das ist es. Vormeiergnaden. Heut hab ich schon mein Fahrrad. Moment mal, ich schon das Erste. Was haben Sie heute? Mein Fahrrad. Eine Pfanne, eine kleine Bratpfanne. eine Fahne erst mal. Ach, eine Flagge, so vom Winde verwehte Flagge. Heut ist mal Roller da. Wie reden Sie denn, Ahnt? Ahnt, zwei, drei. Ist mir alles eins. Ach, ich weiß schon, sozusagen egal. Doch, hab's mein letztes Grau. Moment mal bitte, was für ein letztes Ding? Mein letztes Grau. Krane. Meine letzte Krone. Auf dem Kopf eine Krone? Nein, so, meine letzte Marke. Ach, ein Geldstück. Ja. Und spielt mal Habe dann. Ja, also Tanz, das hatten wir ja schon. Aber warum herbe Tänze? Herbe, ja, lustige, flotte Tänze. Ja, Hab heißt nicht herb, das heißt so viel wie Kess bei euch. Kess. So, den Ausdruck kenne ich gar nicht. Ja. Hey, doch, ich schon mein Paar. Jetzt würde ich gerne so ein Ding trinken, so ein Gefährt. Was, ein Gefährt trinken? Eine Droschke, meine ich. Da bist du wie so eine Droschke trinken. Lachen Sie doch nicht immer über mich. Pass mal auf, wie wir in dem Kaffee waren, ja, habe ich doch auch so eine Droschke getrunken. Ah, ein Einspinner. Ja, sehen Sie, ich wusste doch, es war was mit Pferd, nicht? Ja. Nee, lassen Sie, Pferd hin, Pferd her, zu spät, wir müssen gehen, wirklich. Also schön, dann zahlen. Hallo. Also zahlen müssen wir ja, ohne zahlen werden Sie uns wohl hier kaum weglassen, die Leute. Meine Tute. Auf Wiedersehen. Heut habe ich schon meine Flagge. Heut ist mir alles egal. Da haben Sie unser letztes Geldstück. Und nun spielen Sie es doch noch einmal. Ach, das ist schön. Das ist aber das blauste Blau, was ich je gesehen habe. Grüß dir. Noch ein Affen. Ach, das ist ein Bär. Ach so, ja, ich hab einen Affen. Ja. Jetzt ist die Menagerie fertig, ja, was? Was ist Grinzing schön. Na, was hab ich gesagt? Herrlich, von deshalb gehen wir jeden Tag hierher, ja? Einen so reizenden Abschiedsabend hätte ich mir nicht träumen lassen. Sie reisen fort? Ja, leider, wenn ja, nach Cortina. Nach Cortina? Mhm. Das soll sehr schön sein. Na, augenblicklich finde ich es hier viel schöner. Ich freue mich auch sehr auf ihn. Ich werde hier bestimmt viel arbeiten können. Ach, Sie studieren? Mhm. Ich will hier meine Doktorarbeit über das Barock schreiben. Donnerwetter, das ist ja großartig. Mhm. Nur jammerschade, dass ich verreisen muss. Da hätte ich Ihnen wunderbar dabei helfen können. Verstehen Sie denn was davon? Doch, doch, ja. Ich habe mich immer schon sehr für Barock interessiert. Wissen Sie, vormittags, da hätten Sie Ihre Vorlesungen hören können. Und dann abends, da hätte ich Ihnen genau erklärt, was im Baedeker steht. Wie?
Das steht nicht im Baedeker. Sie dürfen doch meine Gastfreundschaft nicht missbrauchen. Was, Ihre Gastfreundschaft? Ich denke, Sie sind mein Gast. Das war einmal. Schauen Sie nur. Es ist 2 Uhr. Seit 2 Stunden ist der Erste und vom Ersten ab gehört die Wohnung mir. Juristisch haben Sie vollkommen recht. Sehen Sie? Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, verrückt. Oh Gott, bin ich in dieser Nacht abgemagert. Wie? Nicht schlechter. Oh Gott, so möchte ich nicht aussehen. Ach, vielleicht sehe ich so aus und weiß es gar nicht. Vielleicht bin ich betrunken. Das ist möglich. Und ich muss in die Barbar. Hallo, Roschinger. Waren Sie gesteckt? Oh, guten Abend. Ja, guten Abend. Ich war auf ein Bier. Na, mir scheint, Sie waren auf einige Biere. Ja. Seit wann trinken Sie überhaupt ein Bier? Seit Berlin. Hm? Ja, weil der Giesemann hat sie mir gesagt, Bier ist bekömmlicher. Absolut. Bekömmlich für die Linie. Mein Gott, wie kann ein Mensch vom Bier so fertig werden? Ah, wir haben ja Körner dazwischen gedrungen. Was für Körner? Körner. Ein Bier, einen Korn. Ein Bier, einen Korn. Ein Bier, einen Korn. Ach, servus. Ja, weil es bekömmlich ist. Da geht's halt schon auf mit bekömmlich. Das passt gar nicht so in der bekömmlich. Warum? Warum? Und der Giesemann sagt ja auch bekömmlich. Sagt ja auch. Ich finde, es bereichert unseren Sprachschatz. Ich übernehme dieses Wort. Ich suche ihn ja schon die ganze Nacht. Geben Sie mir die Adresse. In der Polanergasse. Das beste Bier. Aber gehen Sie direkt vom Bier. Die Adresse von Frau Giesemann brauche ich. Die gebe ich hier nicht her. Was? Ah, mitten in der Nacht. Na, damit Sie eine Dummheit machen. Aber gehen Sie, es ist ja so spät. Dazu ist es nie zu spät. Dazu ist es nie. Ja, also, bring ihn ins Bett, kann man das. Nicht dran. Ich geh zu Fuß. Geh doch zu Fuß. Aber ich bitte. Von Grete ist keine Spur. Aber Sie müssen aufstehen, der Kaffee wird kalt. Ach, Sie sind. Wie spät ist es denn? 10 Uhr. Schon 10? Oh. Ja. Na nun, wer sind denn Sie? Ja. Ach, guten Morgen. Ja, was, schon so spät? Es ist ja ekelhaft. Nicht doch. Nein, nicht Sie, hier. Sie haben die Adresse? Wirklich? Ach, das ist aber reizend, Bobby. Herr Dingsbums, wollte ich sagen. Naja, ist ja egal, Sie wissen ja, wie Sie heißen, nicht? Na, wie geht's sonst? Gut geschlafen, ja? Haben Sie noch Ihren herzigen Schwitz? Na, süß, weil Sie gestern sowas von süß. Also, auf Wiederschauen, ja? Wir warten Sie in der Halle. Frau Giesemann kommt gleich. Na, hoffentlich. Ihr wart schon seit einer Viertelstunde. Hochdinger kommt ab, nicht? Ja, ihr seid eine schöne, verbummelte Gesellschaft. Wir rufen ja, Jan. Bitte geben Sie mir Zimmer 210. Hallo. Oh.
Morgen. Oh. Guten Morgen. Das haben Sie aber sehr schön gemacht. Tja, gelernt ist gelernt. Gelernt haben Sie das? Ja, das gehört zu meinem Beruf. Darf ich bitten? Nein, das ist meine Pflicht. Oh, bitte. Ich lasse mich sehr gerne verwöhnen. Und hier ist noch ein Bounzel mit Riebisselmarmelade und ein Kipferl mit Butter. Ein was? Bounzels und Kipfels? Ja. Das hier ist ein Kipferl. Und das hier ist ein Bounzel. Mhm. Und das ist Marmelade. Na, das kennen Sie ja wohl. Ja. Na, Sie müssen noch viel lernen, wenn Sie mich heiraten wollen. Sie haben wohl wild geträumt heute Nacht, ja? Im Gegenteil. Also, ich finde es furchtbar gemütlich. Mir kommt so vor, wie wenn wir schon jahrelang verheiratet werden. Sie sind wirklich die entzückendste junge Dame. Übernehmen Sie sich nicht. Also ich schwöre Ihnen, dass ich... Dass Sie in Cortina nur an mich denken werden. Nein, nein, das wollte ich gar nicht sagen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich Gelegenheit haben werde, Cortina mit meiner Gegenwart zu beglücken. Und wieso? Sie fahren doch heute. Ist noch nicht sicher. Ich habe nämlich so meine geheimen Absichten. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Sie haben gar keine Absichten zu haben. Weder geheime noch sonst welche. Sondern Sie haben jetzt schleunigst meine Wohnung zu verlassen. Oh. Um Gottes Willen, ich kriege. Das macht doch gar nichts. Nach allem, was Sie mir erzählt haben, scheint doch das ein sehr vernünftiges Mädchen zu sein. Lassen wir Sie ruhig reinkommen. Moment mal. Rasch verschwinden Sie. Die Grete ist nicht allein. Oh, das ist aber unangenehm. Höchst unangenehm. Nun gehen Sie doch. Der Tisch. Wie meinen Sie? Ach, das ist wirklich äußerst peinlich. Nehmen Sie die Kannen und die Karaffe. Dienen Sie mir damit. Beeilen Sie sich. Ja, ja. Sie hat einen Schlaf, was? Ich denke, Sie haben auch Schlüssel vor Ihnen, Grete. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Natürlich habe ich Schlüssel. Ja. Aber in der Tasche von gestern Abend und die ist nun im Koffer. Ich habe ganz vergessen, Ihnen zu sagen. Was denn, was denn? Das sind mir heute noch viel besser gefallen wie gestern. Ich werde hier alles erklären. Liegen Sie doch bitte ab, meine Herrschaften. Na, mein Kleines, wie geht's dir denn? Nur danke, geängstigt habe ich mich in der fremden Wohnung. Mutterseelen allein. Das ist ein Skandal. Und denke mal an, ich kann nichts dafür. Wehme. Herzlich willkommen, Fräulein Ebens. Wo bin ich, den Strauß? Ah ja, ich bin Strauß, ja. Oh. Sie sind aber groß geworden und hübsch. Ganz außerordentlich hübsch. Na, wollen wir hier überwintern? Oh, was da. Und entschuldigen Sie, dass ich noch nicht angezogen bin. Du siehst sehr hübsch so aus. Ich habe so lange auf dich gewartet die Nacht und da habe ich heute Morgen verschlafen. Schlafen ist gesund. Gehen wir doch ins Wohnzimmer. Hier fehlt dir eine Decke. Ach, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist das das Schlafzimmer? Ja. Kommen Sie, zeigen Sie es mir. Ja, gibt's denn hier keine Vase? Ich meine, Ihre schönen Blumen müssen doch gebührend gepflegt werden. Ha, wenn sie auch nicht mir gehören. Da ist ja eine. Da ist ja kein Wasser drin. Ach, das ist eine Wirtschaft. Sehr schön. Der Herr, der hier wohnt, scheint Geschmack zu haben. Und wie ist das Nebengelass? Bequem, angenehm? Ja, sehr angenehm. Kommen Sie, zeigen Sie mir die Küche. Ach, danke schön.
Sehr liebenswürdig. Was ist denn? Was lachen Sie denn? Ah! Warte, das Ding hat ein Loch! Edith, ein Tuch, ein Tuch, ein Tuch! Ach, die war, die hat der Herr Horchinger kaputt gemacht. Naja. Warte, ich hole rasch ein Tuch. Natürlich, der Herr Horchinger. Wer denn sonst? Darf ich helfen, ja? Dankeschön. Und in dem Mietvertrag steht, für alle etwaigen Schäden ist Fräulein Grete Giesemann vollkommen ersatzpflichtig. Ich zahle die Waren von diesem Horchinger. Wirklich sehr hübsch. Sie kriegt das Tuch. Ist nicht mehr nötig. Nichts mehr drin. Das Zuhalten war überflüssig. Aber äußerst angenehm. Und was ist das hier? Das Mädchenzimmer. Nichts Besonderes. So wie Mädchenzimmer im Allgemeinen sind. Ja, es interessiert mich aber trotzdem. Übrigens, die Frau, ich habe Ihnen noch gar nichts angeboten. Darf ich Ihnen vielleicht ein Glas Cognac geben? Ich trinke keinen Alkohol. Noch dazu am frühen Morgen. Diese Mädchenzimmer interessieren mich besonders. Die Architekten sparen da immer höchst unsozial. Was ist denn das? Da ist hier jemand drin. Hallo, ist da jemand? Ich. Ich? Was heißt ich? Ein Mann? Machen Sie sofort auf! Guten Morgen, Eva. Wer sind Sie? Ich bin Xaver, der Diener. Was? Sie haben einen Diener? Nein, nicht ich, ne Frau. Das ist der Diener von meinem Vorgänger, dem Herrn Wellner. Jawohl, ich bin der Diener des Herrn Vorgängers. Ich hatte die Erlaubnis, heute Nacht noch hier zu übernachten. Übrigens hat er schon gepackt. Also Xaver, Sie können jetzt gehen. Sehr wohl, Gnäs, Frau. Na nu? Wer ist denn der Gestreifte? Herr Grete, das ist doch der Diener vom Herrn Wellner. Sie standen doch gar nicht im Inventar. Ich gehöre auch nicht zum Mobiliar. Wenn aber die Damen vielleicht mich mit übernehmen wollen... Also, Xaver, Sie können jetzt gehen, ja? Nee, Moment mal, Edith, warte mal, der kann jetzt noch das Wohnzimmer trockenlegen. Aber Grete, Xaver ist doch nicht unser Diener. Wenn ich mir eine Bemerkung gestatten darf, ich habe von meinem früheren Herrn, übrigens einem sehr liebenswürdigen jungen Mann, gelernt, schönen Frauen immer zur Verfügung zu stehen. Oh, charmant, charmant, in der Tat. Sag mal, Edith, können wir den nicht wirklich behalten? Ideen hast du. Aber gut, gut, was? Sind Sie fremd, unter der Herr Wellner? Ja, alle herkommen von der Polizei. Wieso kommen Sie drauf? Ja, wir haben einen Blick dafür. Ich habe einen Kriminalbeamten, den erkenne ich auf 100 Schritt und Sie sind da auch. Ich frage, wohnt hier der Herr Wellner oder nicht? Ich schau, Sie warten, warum Sie kommen sind, wegen einem Xaverl. Was für Xaverl? Ja, wegen einem Xaverl, nicht Franz Xaver heißt er und wir nennen ihn halt Xaverl. Na und? Na und, der Herr Wöhner hat das Ganze so übergestohlen. Sie wissen es doch eh. Aber gar nichts weiß ich. Ich suche das Fräulein Giesemann, die von Herrn Wellner die Wohnung gemietet hat. Was? Ach, das schon her. Da sind Sie ja gar kein Kriminalbeamter. Bei mir stehen Sie nicht, stehen Sie noch nicht so in Positur. Was ist das? Da stehen Sie her und kommen Sie aus, wie er auskommt. Sie kann nicht aus. Sie von mir aus. Sie werden ja Verfolgungswahn. Wissen Sie, wer ich bin? Ja, was der Hausmeister sagt. Was hier bin ich? Danke sehr. Haben Sie übrigens schon einen neuen Posten? Einen neuen Posten? Nein, das heißt... Ich brauche nämlich einen Diener. Wenn Sie Lust haben, können Sie die Stellung annehmen. Ich verhandle allerdings bereits. Aber es wäre immerhin möglich... Na, überlegen Sie sich. Vielleicht kommen Sie einmal zu uns hinaus. Wenn sich die andere Sache zerschlagen sollte. Seh her! Fuhren Sie noch nicht auf! Was schon hier? Was? Sie haben mich? Natürlich. Weil Sie haben keine drohende Bewegung zu machen. Sie noch einmal? Oh, schon einmal, noch zweimal. Das schon her. Jesus. Was fuhr denn denn? Hm. Mein Lieber, ich kenne Sie Nase, oder ich kenne Ihren Vater. Seh her, wenn Sie das noch einmal sagen, dann hole ich einen Wachmann. Holen Sie. Hallo, Horchinger, was ist denn? Was machen denn Sie da? Die Angst. Nein, nein, ich... Den Herrn tue ein bisschen plaudern. Na, seid schon wieder nüchtern? Sie haben ja einen schönen Sitzen gehabt gestern. Ja. Sie haben ja kaum gehen können. Nicht, bitte. Mich das nicht von Domestik. Ach so, bitte schön. Wieder schauen. Auf Wiedersehen. Herr Dieri. Wir haben es. Versehnungszigarre. Nein. Und was? Danke. Noch ist es. Das ist notwendig gewesen, die ganze Streiterei. Na ja, ich habe Ihnen heute für einen Dekativen na, gehabt. Na ja, was Sie sehen, es geht alles in Güte. Na nun, beichte mal. Was war denn eigentlich los? Aha, es war furchtbar, furchtbar. Und denke mal, ich konnte nämlich gar nichts dafür. Ich habe ganz einfach die Adresse vergessen. Na, endlich allein. Das wäre ja gerade noch einmal gut gegangen. Da, Cousinchen. Esst mich ein Spuk? Sagen Sie, sind wohl von einem wilden Affen gebissen, mein Herr? Nein, nur von Armbrustpfeilen getroffen. Wie schade, so jung, so schön und schon wahnsinnig. Darf ich dir Herrn Thomas Wellner vorstellen? Ach ja, Wellner. Ich danke Ihnen auch noch vielmals. Wo
Wofür denn? Dass Sie gestern Abend nicht gekommen sind. Edith, ich möchte auf der Stelle wissen, was hier vorgegangen ist. Aber Grete, sei doch nicht so neugierig. Genug jetzt, genug. Mein Herr, wer auch immer Sie sein mögen, verlassen Sie auf der Stelle unser Lokal. Das wollte ich sowieso gerade tun. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ich glaube kaum, dass ich nach Cortina fahren werde. Dann möchte ich Ihnen einen anderen Vorschlag machen. Zunächst möchte ich Ihnen einen Vorschlag machen. Also verschwinden Sie so rasch wie möglich. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Die Grete stört mich sowieso. Es ist jetzt 12 Uhr. Treffen wir uns also um 4 Uhr beim Haupteingang in Schönbrunn. Ich denke gar nicht daran. Verschwinden Sie. Also auf Wiedersehen in Schönbrunn. Tag, Cousinchen. Wo ist denn mein Gewehr? Hallo. Hallo, Sie, Fräulein. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Wenn du rechtzeitig gekommen wärst, hättest du es ja verhindern können. Was hätte ich verhindern können? Was für ein S, ich verstehe immer S. Das S, das wunderbare S, das immer geben wird. Ach, ich bin sprachlos. Zum ersten Mal in deinem Leben. Ich freue mich aber trotzdem, dass Sie gekommen sind. Sie waren nicht sicher, dass ich kommen würde? Na, ehrlich gesagt, nein. Waren Sie so sicher, dass ich kommen würde? Oh, es hätte mir jedenfalls sehr leid getan, wenn Sie nicht gekommen wären. Hätte ich Ihnen doch nicht meine Meinung sagen können. Ach, Sie sind nur deshalb gekommen? Vielleicht. Hm. Ich wollte mir Schönbrunn heute sowieso ansehen. Ausgerechnet heute? Ja, wohl heute. Na schön, dann zeige ich Ihnen morgen das Belvedere, den Stadtpark. Mhm. Ja, ja, ich habe inzwischen meine architektonischen Kenntnisse kolossal erweitert. Ach, schade. Wieso? Weil wir morgen früh wegfahren. Nach Schloss Buchenau. Nach Buchenau? Mhm. Das ist ja großartig. Wieso? Na, ich meine, Sie werden sich sehr gut dort erholen. Das ist eine wunderschöne Gegend und... Du fährst. Seit Tagen drückst du dich von dieser Reise. Jetzt habe ich genug. Aber schau mal... Ich will nichts mehr hören. Los, los, sonst versäumst du auch noch den Zug. Also gut, ich fahre. Also gute Reise. Danke. Gewöhn dir das ab, mal so, mal so. Ein Mensch in deinen Jahren muss doch wissen, was er will. Von heute an weiß ich's ganz genau. Also, alles Gute. Danke. Wenn du ankommst, schick mir gleich ein Telegramm. Ja, ja, selbstverständlich. Auf Wiedersehen, Papa. Jawohl. Du, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ich komme erst ein paar Tage später nach Cortina. Aber mein Vater soll nichts davon wissen. Ja, ja, natürlich, ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Also bitte sei so gut und schick ein Telegramm an meinen Vater. Glücklich angekommen, Tommy. Ja, das erzähle ich dir dann alles später. Was? Nein, nein, schwarz ist sie nicht. Brünett. Aber es handelt sich überhaupt um keine Frau. Liebe Tante, seit wann bin ich denn Tante? Ach so, Brühe von Grete. Liebe Tante, Wien ist sehr hübsch. Edith wird hier viel lernen. Zum Weekend, das Weekend Quatsch, Wochenende ist das, zum Weekend sind wir nach Schloss Buchenau zu Waldens eingeladen. Später mehr. Deine Grete. Hier, liebe Tante, von der Grete, ein Brief für dich. Der ist ja auch von der Grete. Ich habe also zwei Briefe von ihr. Ja, dann wird der sicher für mich sein. Da hat das schüsselige Ding wieder die Umschläge verwechselt. Gib mal her. Bitte, ja. Der ist an mich adressiert, also mache ich nach. Lieber Onkel. Lieber Onkel, na, also ist er doch für mich. Du hast meinen Brief gelesen, vorgelesen. Also schön, meinetwegen. Aber Ottilie, laut vorlesen. Dieser Bobby Walden ist ein Windhund. Hinter jedem Rock her, auch hinter dem meinen. Ich mache ihm natürlich schöne Augen, damit es ihm nicht einfällt, in Ediths Augen zu schauen. Du kannst beruhigt sein, ich passe auf deine Grete. So. Also ihr habt ein Komplott hinter meinem Rücken geschmiedet, du und deine süße Gretel. Ich? Du hast ein Komplott geschmiedet, du mit deinem geliebten Alois. So zerstörst du das Glück meiner Tochter. Deiner Tochter, Moment mal, ja, unserer Tochter. Schließlich bin ich auch noch mit Achtelchen in der Hand beteiligt. Oh. Damit du dir weiter keine Mühe machst, Ottilie. Ich fahre heute noch nach Wien. Ich werde auch Weekend auf Schloss Buchenau verbringen. Die sollen ihr blaues Wunder erleben. No, du bist so verrückt mit dem Staubwedel. Fummelt mir ins Gesicht damit. Na, großartig. Wo haben Sie denn das Melken gelernt? Sie werden lachen, auf dem Kuhfürstendamm. Na, machen Sie keine Witze. Nein, im Ernst, es interessiert mich. In der Sommerfrische auf einem Gut. Ja, ich interessiere mich eben für Landwirtschaft. Ja, das freut mich. Was freut Sie? Dass Sie sich für Landwirtschaft interessieren. Ach so. Ich habe gerne Frauen, die mit Kühen umgehen können. Das kann ich verstehen, ist ja auch was Schönes.
Eine Mu, eine Kuh, eine Tingratzasa, eine Mi, eine Mu. Also das ist merkwürdig. Die hat vielleicht gar keine Milch, was? Das liegt am Rhythmus. Probieren Sie es doch mal so. So leben wir, so leben wir, so leben wir alle Tage. Da, 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 di, da, 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 da. Da sehen Sie. Also. Eins, zwei, weich machen, schmelz. Edith, Edith von Edith. Ja? Hören Sie gut Skilaufen, Horchinger? Ja, ich glaub. Sie glauben, Sie müssen doch wissen, ob Sie es können oder nicht. Ja, ich hab's aber noch nicht probiert. Aber kann ja nicht schwer sein. Das Aufsteigen ist sehr anstrengend. Ich weiß nur warum, das lasse ich mich ja gleiten. Ja. Lass mich hinuntergleiten. Das, das kann ja schön werden. Ja. Also los, Horchinger. Ja? Sehr Ich hab mir was verbogen, weil ich nicht den anderen Schuh rausziehen könnt. Die Hut, sei das. Nicht. Na, sehen Sie, so steht's um mich. Na, dann verkaufen Sie doch das Schloss. Das Pächterhaus ist doch vollkommen ausreichend für Sie. Na, wenn ich einmal heirate, ich kann doch mit meiner jungen Frau nicht ins Pächterhaus ziehen. Ach du lieber Gott, na, Sie werden doch nicht gleich die Kaiserin von China heiraten. Und für jede normale Frau muss das Pächterhaus vollkommen genügen. Das sind Sie zum Beispiel eine normale Frau. Und ob? Ruhig, jetzt reden wir. Und ob ich eine normale Frau bin? Wie Sie, mir gefällt das Pächterhaus viel besser wie dieser alte Steinbaukasten. Na, eigentlich haben Sie recht. Es genügt sogar für eine sechsköpfige Familie. So groß ist ja Ihre Familie gar nicht. Na, aber Sie könnten es ja vielleicht noch werden, ne? Kuhwarme Milch trinke ich am liebsten. Grüß Ihren Gott, Herr Horchinger. Na, da lacht ja Kuh. Wollen Sie auch Armbecher? Na, ich danke schön. Ich trinke lieber einen Wein. Von mir kriegt man aber keine rote Nase. Ja. Also dann Prost. Prost. Gesundheit. Gesundheit? Sag mal, wie schreiben Sie Gesundheit? Mit einem X vorne, ja? Mhm. Ah, na, dann ist gut. Dann weiß ich ja, wozu das X im Alphabet vorhanden ist. Ne? Sonst kommt es ja wohl nicht vor. Naja, in Frechdachs kommt es auch vor. Ja, Kinder. Warum? Ich fange ja nicht an. Ist ja lächerlich. Ich weiß nicht, was Sie an der finden. Das ist mir ein Rätsel. Das ist eine richtige Frau. Die ist klug, die ist energisch. Das wäre was für uns. Wofür? Oh nein, für mich nicht. Verwahre mich. Sie sollten sich mehr um die Edith kümmern. So ein hübsches Mädel. Die ist da so lieb. Nett ist sie. Geld hat sie auch. Das wäre was für Sie. Woher wissen Sie, dass das was für mich wäre? Weil man es die Mutter gesagt hat. Was? Weil man es die Mutter gesagt hat, dass sie nett ist. Und mir ist eine Liebe, die ein Geld hat und freundlich ist, wie eine, die kein Geld hat und dabei noch unfreundlich ist. Na schön, gehen wir Tee trinken. Ich kann das nicht machen. Mächtigen Hunger habe ich. Na Kunststück, sie hat doch heute den Horchinger verführt zum Skilaufen. Skirutschen möchte ich jetzt aber mehr nennen, wie? Um Gottes Willen, wenn er sich etwas bricht. Wer sorgt denn dann für die Wirtschaft? Na, weil ein Giesemann Senior hätte natürlich die Leitung übernehmen können. Vom Gut, die hat ja auch schon so besondere Kenntnisse, nicht wahr? Natürlich, warum denn nicht? Da hören Sie, Horchinger, Senior ist aber eine Beleidigung, was? Na eben, sieh, das fällt mir jetzt erst auf. Hast du denn Worte? Wie bitte, kneifen Sie mich mal, ja? Wie? Hier, kneifen. Ach so, zwicken, na bitte schön. Aua, nicht so doll, danke schön. Nein, ich träume nicht. Gestreifte. Ja, was bitte? Ach, nichts, das zwischen Edith und mir, was Gestreiftes. Das ist doch der Xaver. Ich habe ihn engagiert. Haben die Frau sonst noch einen Wunsch? Danke. Fische heute und so. Mhm. Das haben wir notwendig gehabt, dass so ein Stadtwrack. Jackett ist immer ein bisschen zu lang. Entschuldigen Sie mich bitte, einen Moment. Was hat sie denn? Sie ist ja ganz blass. Na ja, natürlich. Ich komme von Skilaufen. Da muss einem ja schlecht werden. Mir ist ja auch schon gut.
So eine Frechheit. Also ich finde das unverantwortlich von Ihnen, Herr Wellner. Aber Edith, den Schönbrunn haben Sie schon so lieb Tommy zu mir gesagt. Machen Sie sofort, dass Sie aus dem Haus hier kommen. Warum denn? Ich finde es reizend. Direkt abenteuerlich. Hm? Solche Abenteuer liebe ich nicht. Ja, die Liebe ist immer abenteuerlich. Ich verstehe unter Liebe etwas ganz anderes. Und zwar was? Es geht Sie gar nichts an. Sie mit Ihrer lächerlichen Maskerade. Vor einigen Tagen hatten Sie gegen diese Maskerade gar nichts einzuwenden. Ach, vielleicht bin ich sogar noch schuld daran, dass Sie diesen Unsinn anstellen, ja? Natürlich. Was ist... Ja, glauben Sie, dass ich diesen Unsinn machen würde, wenn er nicht einen großen Sinn für mich hätte? Reden Sie doch keinen Quatsch. Wenn ich Sie ernst nehmen soll, müssen Sie sich erst einmal selber ernst nehmen. Ich nehme mich sogar sehr ernst. Was sagt eigentlich Ihr Vater dazu? Der glaubt, dass ich in Cortina bin. So. Wissen Sie, was das ist? Schwindel, Betrug, feig und leichtsinnig. Wenn Sie nicht sofort mit dieser Komödie aufhören, spreche ich in diesem Leben kein Wort mehr mit Ihnen. Entzückend sind Sie, wenn Sie so schimpfen. Wie gnädiges Fräulein Befehl. Ja, was ist denn? Hm? Ist Ihnen noch nicht besser? Doch, danke schön, Herr Hauschinger. Mir ist schon wieder gut. Na, also, ich lasse Ihnen noch einen Tee machen. Danke schön. Es leitet. Lassen Sie es ruhig leiten. So ist recht. Nur eine kleine Erwähnung werden, wenn die Herrschaft sich auf die Glocken setzt. Willst du einen Mucker? Gar keine schlechte Idee. Ich heiße Reserl. Oh, ein schöner Name. Freut mich sehr, Freund Reserl. Du kannst ruhig du zu mir sagen. Darf ich wirklich? Ja. Das ist aber stark. Wir leiten uns gerade deppert und der sitzt am Tisch und flirtet mit der Köchin. Sie, sagen Sie mal, haben Sie nicht gehört, dass wir geleitet haben? Nein, ich habe nichts gehört. Vielleicht stehen Sie auf, wenn man mit Ihnen spricht, gell? Warum ist doch kein Parterre-Krabatten? Ist ja unglaublich. Wir haben wirklich nichts gehört, Herr Verwalter, nein. Was hätten Sie denn für einen Wunsch? Jetzt überhaupt keinen mehr. Na, der bleibt nicht. Der fliegt. Der fliegt für was. Und das wollen Sie noch servieren. So was? So ein zuwiderer Kerl. Den gebe ich morgen so viel Paprika in sein Gulasch, dass er den ganzen Tag den Mund nicht aufbringt. Das ist eine großartige Idee. Wollen Sie sich nicht ein bisschen hinlegen, Van Edi? Danke, Knepfer. Das ist nicht mehr nötig. Sie haben mich gerade sehr geärgert. Einen feinen Diener haben Sie da engagiert. Am ersten Tag sitzt er gleich unten bei der Köchin und posiert mit ihr in einer Weise. Sie werden sich verscharrt haben. Nein, für sowas habe ich einen Blick. Sogar sehr gute Augen. Kann er das eine sagen, feiner Mann ist er nicht. Sie haben sich ganz bestimmt geirrt. Na ja, wenn Sie glauben. Sowas von Nachsicht habe ich noch nicht gesehen. Harvey, ich bin so kaputt. Mir tut alles weh vor den Skifahren. Sonst spüren Sie nichts? Nein. Aber eben, da habe ich Schmerzen. Da tut es mir so weh. Und da und na, draufgefallen bin ich auch ein paar Mal. Und komisch ist, dass die Schultern tun mir weh, wissen Sie? Und auf die bin ich gar nicht gefallen. Na, Hauschinger, es wird schon nicht so schlimm sein. Nächstes Mal geht's besser. Ah, ich fahre nicht mehr. Ich fahre. Das ist ja auch ganz zerschlagen, aber sagen Sie es nicht. Ja, Sie wollten mir doch was erzählen. Nun schießen Sie mal los. Na, Sie machen es einem aber wirklich nicht leicht. Freundin Grete, wollen Sie es mit mir versuchen? Was soll ich mit Ihnen versuchen? Na, ich möchte, dass Sie hier weiterhin die Kühe melken. Ach so, es handelt sich um ein Engagement. Naja. Und wenn Sie nichts dagegen haben, auf Lebenszeit. Wie soll ich dieses Geplauder verstehen? Na, Sie werden sagen, wir kennen uns erst 10 Tage. Aber darauf sage ich Ihnen wieder, dass ich... Na, trotzdem, ja, eben. Ja, war ungemein klar ausgedrückt. Sehen Sie, das ist es, was mir so gut an Ihnen gefällt. Und diese Klarheit. Sie sind so sicher, so ausgeglichen. Genug! Nicht so viel Komplimente. Ich erröte so leicht. Also, Grete, wollen Sie meine Frau werden? Wie bitte? Ein Heiratsantrag von einem Wiener. Das ist unfassbar. Und das mir. Und jetzt sahen Sie noch, der Zukunftshimmel hängt voller Geigen und dann melke ich vor Rührung gleich Butter aus Ihren Kühen. Grete, Sie sind ein großartiger Kerl. Sehen Sie, das hätte auch ein Berliner sagen können. Na, sehen Sie, wir akklimatisieren uns schon ganz gut, was? Ja. Dann, was macht ein Berliner Junge in so einem Fall? Kommen Sie mal runter. Grüß Gott. Guten Morgen, Jes Fräulein. Sie sind ja immer noch hier. Das ist unglaublich. Haben Sie mir nicht versprochen, diesen Unfug einzustellen? Ich treibe keinen Unfug. Ich arbeite. Ich habe Ihnen... Ich habe eine wundervolle Idee. Was haben Sie denn nun schon wieder? Ich werde das Schloss kaufen. Was wollen Sie? Das Schloss kaufen oder pachten, je nachdem. Ich werde ein Weekendhotel draus machen. Ein Weekend-Hotel? Interessant. Das ist mein vollster Ernst. Ich bin auch restlos davon überzeugt. Ich habe meinen Vater bereits über meine geschäftlichen Pläne informiert. Ach, das noch. Und auch
über meine privaten. Ja, so, also jetzt langt's mir aber nicht. Für Gnädiges Fräulein ist leider keine Post dabei. Ja. Guten Morgen, Herr Horchinger. Ja. Oh. Warum nicht? Na? Haben Sie gut geschlafen, noch der Skifahrerei? Danke, Sie hoffentlich auch? Ja, ich bin auch schon wieder ganz benannt. Also. Das Frühstück wartet. Oh, ich komme sofort, Herr Horchinger, ja? Morgen schreiben wir der Mutter Karten. Was wollen Sie denn da? Herr Verwalter, ich möchte gerne mit Ihnen etwas besprechen. Ja, bitte? Sagen Sie mal, Horchinger. Sie, für Sie bin ich der Herr Horchinger. Sogar der Herr Verwalter. No, also. Was kostet eigentlich das Schloss? Warum, was interessiert das? Weil ich es gerne kaufen möchte. Sind Sie deppert, mit mir machen Sie keine Witze, ja? Also wollen Sie meine Frage beantworten, ja, oder nicht? Mit den Verrückten rede ich nichts. Na schön, dann muss ich eben mit dem Herrn Walden sprechen. Herr Horchinger. Gehen Sie in die Küche hinunter und holen Sie den Honigkerl auf! Aber Horchinger, was tummst denn da am frühen Morgen herum? Weil er ein Lümmel ist. Der macht mir so. Aber Horchinger, das ist doch der Xaver, der 2 Jahre beim Herrn Wellner gedient hat. Der Diener bei Wellner? Ja, von dem die Edith und die Grete die Wohnung gemietet haben. Die Wohnung gemietet? Das sagt mir alles, das sagt mir alles. Ihre Frau, die Post. Schauen Sie mal, die Postenkommando. Ja, Herr Stetter, Horchinger. Grüß Gott, Herr Stetter, passen Sie auf. Herr Stetter, ich habe hier einen Dieb gestellt, einen Hochstapler. Ja, mein Gott, ich kann ja nicht so schreien. Es handelt sich um eine hochdiskrete Angelegenheit, ja. Ein Hochstapler, bitte, ja, also schicken Sie einen Mann her, der dieses Subjekt sofort inhaftiert, verhaftet. Auf meine Verantwortung. Ja. Bitteschön. Den wir zeigen. Brief für ja, Sie. Dankeschön. Danke. Luftpost. Was? Von der Ostilie? Das schon her. Ich sag, Gnädig hat es ja noch nicht gehabt, so ehrlich. Ja, nein, was es gar so dringlich als ist. Wie wahllosen Sie beiliegend einen Brief, der dich über alles informiert, herzlichst. Lieber Onkel, dieser Bobby ist ein Windhund. Hm? Wer schreibt denn das? Deine Grete, du kannst beruhigt sein. Was, die Grete schreibt so einen Brief? Was ist aber... Na, das ist aber Schieneres. Sieh mal, jetzt sind wir gleich groß, ja? Ja, nein, bitte. Entschuldigen. Ich muss Sie unbedingt sprechen. Na? Ja, aber nur. Sie sehen doch, ich bin beschäftigt. Ja, es handelt sich um ein sehr wichtiges Sache. Es geht auf Leben und Tod. Ach Gott, ach Gott. Nur überanstrengen Sie sich bloß nicht. Aber bitte, mein lieber Herr Horchinger, ich bin ja gar nicht so. Ich gehe ja schon. Wiedersehen, mein Kleiner. Mach nicht so lange. Wiederschauen, Liebling. Sie aber, Kleiner. Also, was meinst du? Na ja, bitte, da lesen Sie. Was? Sagen Sie. Hinter jedem Rocke? Na? Ich mache ihm natürlich schöne Augen, damit es ihm nicht... einfällt, in Ediths Augen zu schauen? Ja, was sagen Sie? Zum Liebling. Der Liebling. Also das hat die Grete geschrieben? Ja, na ja, Theater, Komödie, das ganze Komödie. Von A bis Z, von der Molkerei angefangen, Landwirtschaft, alles Theater, das war. Umgarnen hat sie sie wollen. Es tut mir ja furchtbar leid, dass ich Ihnen Ihre Illusion zerstören muss. Es tut mir wirklich leid, aber... Können Sie schweigen? Ja, das sehen Sie auch, nicht wahr? Von diesem Brief darf niemand etwas erfahren. Na, ist die Konferenz über Leben und Tod beendet oder stören wir? Guten Morgen, Frau Edith. Guten Morgen. Ach nee, wir hatten ja schon. Na, großartig sehen Sie wieder aus heute. Wirklich ausgezeichnet. Ja, danke für das Kompliment. Oh, das ist kein Kompliment, das ist die Wahrheit. Wollen wir beide wieder spazieren gehen zusammen, ja? Wir beide? Kommen Sie. Ich habe Ihnen so viel zu erzählen. Ja. Hallo, Sie und ich hier. Hallo. Der dreht sich nicht mal um, wenn ich mit ihm rede. Sie, was haben Sie denn da eben gemacht? Was haben Sie dem denn erzählt? Wem dem? Dem Bobby, dem Herrn Walden. Na sehen's, wie gut Sie es wissen, wie man sagt. Haben wir der große Grüße an Herrn Walden, nicht der Herrn Bobby von mir aus, aber nicht dem. Das kommt mir gerade so vor. Herr Horchinger, es möchte Sie jemand sprechen. Entschuldigung. Das ist ja eine merkwürdige Angelegenheit. Gut, dass Sie da sind. Wir müssen nämlich über den Hof gehen. Wir werden ihn umzingeln. Ja. Haben Sie Handschellen da? Aber gehen Sie, wir sind ja zu zweit. Aber mit mir können Sie nicht rechnen. Gehen Sie voraus. Was ist er? Hände hoch! Jesus! Also, lassen Sie nur. Gehen Sie voraus. Also, das ist er. Schießer. Sie heißen Xaver Bröll? Nicht ganz.
Sie stehen so auf, wenn man mit Ihnen spricht, ja? Sie? Sie fuchtelt mir nicht mit der Zigaretten vor der Nase. Warum? Ja, aber was wollen Sie denn? Was wollen Sie denn von Xaver? Das ist doch ein anständiger Mensch. Aha, Sie sind also du, der Xaver. Sie machen aufmerksam. Mischen Sie sich nicht in die Handlung. Ja, vielleicht werden Sie es bereuen. Verhaften. Ja? Nicht verhaften, nein. Im Namen des Gesetzes, Sie sind inhaftiert. Wegen Diebstahl, begangen bei Herrn Wellner in Wien. Das ist doch ein Unsinn. Ja? Der Wellner bin ich doch selbst. Ja, schon. Jetzt kann er auf einmal aufstehen. Der Wellner sind, der Herr Wellner, ein Dieb sind's. Ein Einbe... Verhaften Sie ihn doch. Der drohende Bewegung. Das Ganze ist doch ein Unsinn. Der Xaver Brell, den Sie verhaften wollen, das ist mein Diener. Ja, ja, die Tricks, die kennen wir schon. Also machen Sie jetzt keine Geschichten. Gehen wir, vorwärts. Aber ich... Oder vorwärts, vorwärts. Nein, fertig. Nicht so schau. Gehen Sie bitte in den Gorsche, schauen wir uns hin, sonst nicht große Männer näher ist. Ja. Warten Sie, meine Herren. Also der Park ist wirklich wunderschön. Na, und im Sommer erst diese netten kleinen Lauben. Wie geschaffen für ein Liebespaar. Jetzt ist es aber genug. Ich möchte wirklich wissen, was hier gespielt wird. Ich weiß ganz genau, dass dieser Horschinger... Hört ihr auf mit dieser Heulerei? Sie haben ihn verhaftet! Der Gendarme, die Coins! Na, wen denn? Den Xaver! Den Diener haben Sie verhaftet, weil Sie sich veranlasst haben. Wie Sie sich immer machen, bin ich auch noch ganz verrückt. Sagen Sie mal, Horschinger, ist das wirklich wahr? Ja, natürlich. Ich habe ihn verhaften lassen. Was sagst du dazu? Er hat ihn verhaften lassen. Ja, er hat ihn verhaften lassen, weil er ein ganz ein gewöhnlicher, ordinärer Dieb ist. Der hat bei Herrn Wellner das Silber gestohlen hat, das komplette. Und hier hat er versuchen wollen, dasselbe zu... Horchinger, der Xaver ist doch gar nicht der Xaver. Wieso? Also, mein lieber Herr Horchinger, nun haben Sie ja wohl den größten Blödsinn Ihres blödsinnsreichen Lebens gemacht. Ja, ach Gott, Mann, das ist ja so wie... Was sagen Sie mir Unannehmlichkeiten in diesem freundlichen Ton? Reden Sie so, wie wir nicht ins kleine Lein ins Kies greifen. Also jetzt kenne ich überhaupt nicht mehr aus. Was ist da wirklich los? Wissen Sie, wen Sie haben verhaften lassen? Herrn Wellner persönlich. Ja, der gute Herr Horchinger lässt Herrn Wellner persönlich verhaften. Wo ist der Welt, wo ist der... Ach, mein Lieber. Also ich finde es unerhört, mich hier festzuhalten. Ich habe Ihnen bereits einmal erklärt, mein Name ist Thomas Wellner. Werden Sie mit mir nicht keck? Das wird sich alles herausstellen. Die Anmeldung mit Wien läuft. So. Frau Western. Also bitte. Hallo? Ja, Wien. Oh, Herr Wellner persönlich. Hier Gemeindevorsteher steht da. Freut mich sehr. Ja, passen Sie auf, Herr Wellner. Wir haben hier einen Mann inhaftiert. Namens Xaver Brüll. Weiß, er hat die ganze Wohnung ausgeraubt. Setzen Sie ihn ruhig hinter Schloss und Riegel. Jawohl, werden wir machen. Fehlt dem Mann ab. Aber das ist doch ein Missverständnis. Warum haben Sie mich nicht mit meinem Vater telefonieren lassen? Herr Xaver Brüll, lassen Sie die Komödie. Der Wellner Junior befindet sich wohlbehalten in Cortina. Aber Sie, ich habe Ihnen doch gesagt, ich bin der Wellner Junior. Ab für den Spritzenhaus. Bitte, 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 bitte. Ein Expressbrief, Herr Wellner. Auf was für Tricks die Leute kommen. Der Diener meines Sohnes gibt sich... Na nun, Schloss Buchenau, er ist gar nicht in Italien. Oh. Der Junge hat mich schon wieder hereingelegt. Aber diesmal ist er hereingefallen. Er sitzt. Er sitzt? Ja, lassen wir ihn ruhig sitzen. Er soll seine Sünden abbüßen. Guck nämlich wegen den Diener, wissen Sie, den wir, also den Sie, respektive, also den halt ich hab inhaftieren lassen. Und das Fräulein behauptet es aber jetzt, er ist gar kein Diener. Aber ja, glauben Sie mir doch. Er ist der Sohn des Hoteliers Wellner in Wien. Na ja, die Sache ist ja bereits geklärt. Ja, wirklich? Na, also. Ich habe nämlich mit Herrn Wellner Senior in Wien telefoniert. Herr Wellner Senior hat bereits eine Depesche aus Cortina erhalten, dass Herr Wellner Junior dort schon angekommen ist. Na, weißt du, da habe ich ja doch recht gehabt. Das ist ja doch eine Lumpere. Na ja, wir sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen, nicht wahr? Hat er vielleicht Geld abgenommen? Ein Heiratsschwindler, was? Mensch, was reden Sie doch jetzt so einen Unsinn? So was? Mensch. Mensch, du nicht. Ich wollte doch gar nicht aus. Ich bin so peinlich, wenn denn. Steht da kommen.
Hör doch auf jetzt. Genug geheult. So viel Tränen verdienen die Männer gar nicht. Das habe ich nötig, nach Wien zu kommen, um auf einen Hochstapler reinzufallen. Nur meiner ist vielleicht besser. Mir macht ein Heiratsantrag und dir erzählt er was von Liebeslauben. Ach, du weißt, was ich möchte? Ja. Wen möchte ich mal sagen, was ich von ihm denke? Tu es doch, geh doch runter. Der kneift doch, versteckt sich doch hinter Amalies Röcke, der feige Knabe. Ich bleibe jedenfalls keine Minute länger hier. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer und packe. Das ist gut, das mache ich auch. Und auf das Mittagessen hier wird verzichtet. Mit dem nächsten Zug fahren wir ab. So, und aus ist mit der Romantik. Ja? Ist Venedig möchtest nicht runterkommen? Es ist ja so spät. Nein, warum denn? Wegen Essen. Der Herr Waldner hat schon ein paar Mal nach Ihnen gefragt. Ich habe keinen Hunger, ich bleibe auf meinem Zimmer. Was ist denn, hä? Was? Ich habe Kopfschmerzen. Okay, und übernimm der Pulver, ja? Dankeschön. Warum, warum? Schick ihn an den Herrn Walden. Und der kommt gern. Herr Walden! Jetzt kannst du ihn stellen. Wieso? Der Horchinger schickt den Bobby zu mir rauf. Geh schnell in mein Zimmer. Du, das ist eine wunderbare Idee. Na, der kann was von mir erleben. Ja? Verzeihen Sie, hier dürfte ein Irrtum vorliegen. Durchaus nicht. Und was soll denn das heißen? Bitte nehmen Sie Platz. Ja, aber... Bitte, kommen Sie, nehmen Sie Platz. Na, bitte, bitte. Also jetzt heraus mit der Sprache. Ich möchte endlich einmal wissen, was Ihnen dieser Horchinger eingeredet hat. Oder wieder was, oder ja, oder nein, oder doch. Soll diese Komödie weitergehen? Was für eine Komödie, mein Herr? Lesen Sie dieses Dokument einer Verirrung. Wie kommen Sie denn zu meinem Brief? Den verdanke ich dem angenehmen Umstand, dass Sie die Umschläge verwechselt haben. Ha, ich verstehe. Die gute Tante und der liebe Herr Horchinger, aber bei mir nicht, mein Herr. Bei mir nicht, mein Herr. Müssen Sie sich denn in alles hineinmischen, Horchinger? Sie sehen, was dabei herauskommt. Kein Mensch kommt zum Essen. Die Mädels kommen nicht, der Bobby kommt nicht. Na, ich bin ja da. Könnt man nicht anfangen? Ich hab schon einen Riesenhunger. Sie können ruhig ein bisschen fasten. Sie sind sowieso schon viel zu dick. Ich bin gar nicht dick. Ich hab ein bisschen einen Bonbon, aber sonst... Je, lieber Gnir. Bitte, lieber Bobby, Sie müssen mir glauben. Ich glaube den Brief. Aber nein, den habe ich doch geschrieben. Da kannten wir uns noch nicht so. Das war am Anfang. Sehen Sie mal, einmal im Leben kann der Mensch sich doch irren, nicht wahr? Und nur heute... Na, heute? Heute? Das klingt komisch und Sie werden lachen, aber... Aber heute liebe ich Sie, Sie ekelhafter Mensch, bitte, hier ist der Schlüssel. Oh mein Gott, ist denn da niemand da, der aufmacht? Hallo. Horchinger, Sie dürfen gratulieren. Ja, ich hab's bemerkt. Ja. Wir heiraten. Ja, gratuliere. Oha, sterben wir nicht. Nein, nein, nein. Sterben wir. Ja. Entschuldigen. Wo ist mein Sohn? Wie bitte? Oh, mein Sohn ist 30. Erzählen Sie, wie kann er nicht... Ich kenne Sie ja gar nicht. Wer sind Sie denn bitte? Wellner. Mein Sohn hat mir von hier geschrieben. Wie ist der Wert, der Name? Da sind Sie schwer. Ich möchte bitten, ja? Ich möchte bitten. Wellner ist mein Name, habe ich Ihnen gesagt. Hotelier. Was ist denn mit meinem Sohn? Das müssen Sie doch wissen. Sie sind doch der Vater, ne? So, so, nun. Entschuldigen Sie. Mein Name ist Walden. Wellner? Sehr angenehm. Bei uns war nur ein Diener Ihres Herrn Sohnes, ein gewisser Xaver Pröll. Der hat ja allerdings behauptet... Ja, ja, eben dieser Diener war mein Sohn. Er hat mir geschrieben, ich soll herkommen, das Schloss ansehen, um es eventuell zu kaufen. Was, der Diener, der... Sie wollen wirklich dieses Schloss kaufen? Warum nicht? Wenn wir uns einigen, die Lage ist sehr schön. Die Lage ist schön, die Lage ist sehr... Sehr schön. Sehr schön. Man kann ein Wochenendhotel draus machen. Mein Gott, na, könnte man endlich dieses Schloss verkaufen und ich lasse ihn inhaftieren. Es ist... Das sieht Ihnen wieder ähnlich, Horchinger. Jetzt gehen Sie sofort mit Herrn Wellner auf die Gendarmerie und bringen die Sache in Ordnung, ja? Sofort, bitte, Herr Wellner, wenn es angenehm ist, geh sofort mit Herrn... Wirklich sehr, sehr, sehr. Wenn diese Affäre erledigt ist und Sie wirklich Interesse für das Schloss haben, stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ah, ja. Ja, mein Gott, diese Zeit hat mich lieb. Ja, was denn? Na, alles! Servus, grüß dich, Gott. Was? Da geht jeder Ohr über, das ist überhaupt. Ja, ja, Herr, gibt's lauter Überraschungen. Wieso? Bitte, du musst einen Moment entschuldigen, ich hab dringend zu tun. Ja. Herr Wellner, bitte, Herr Wellner, wenn ich bitten darf. Wellner? Giesemann! Was, die Herren kennen Sie? Mensch, Thomas!
Grüß Gott, Wilhelm! Na, aber aller Junge, du lebst noch. Ja, wie du siehst, in Wien. Ich bin nur Lavianer geworden. Ja, ja, das sieht man. Aber die Backhändel, die gucken ja hier aus der Knoblauch heraus. Du musst entschuldigen, liebes Kind, aber wir müssen jetzt gehen, der Herr Wellen und ich. Du machst doch hier keinen Wind, alle. So, wo bleibt denn die Mündlichkeit? Zwei alle Schulfreunde werden Sie doch begrüßen können, nicht? Ja, natürlich, natürlich. Ja, aber wir müssen etwas identifizieren, ne? In Sohn. Herr Wellen, bitte. Ja, ich bitte schön. Also, du entschuldigst, gell? Ja, natürlich. Wir sehen uns nachher. Ja, was denn? Wir sind ja nicht blind. Hier steht er. Ja. Sehen Sie, der Mann ist unschuldig. Was wollen wir jetzt? Ich bin außer mir. Was wollen wir jetzt? Fragst du mich? Na ja, was Sie haben doch verhoffen lassen. Sie haben ihn verhoffen lassen. Ja, das ist ja egal. Wir haben verhoffen. Er muss sofort freikommen. Ja. Muss sofort, dass der Vater ist doch hier. Sie brauchen nicht mehr gleich auf Ihren Erhorchen. Aber der Vater da ist mein. Also, wer leitet die Amtshandlung? Ich oder Sie? Also, können Sie sich ausweisen, Herr Wellner? Ja, aber der Vater ist, wird er sich doch legitimieren können. Ich werde Ihnen alles erklären. Ja. Hier ist mein Pass. Danke. Ich habe gleich gesagt, dass da was nicht stimmt. Ich sagte, der Xaver Brehl ist schon an der Grenze festgenommen worden. Ja, waren Sie unschuldige Leute verhaften lassen? Es geschah auf Ihre Verantwortung, Herr Horchinger. Sowas? Missgriff. Guten Tag, Herr Wellner. Nur wie geht's Ihnen denn? Herr Wellner, sind Sie nicht böse? Haben Sie es wenigstens einigermaßen gemütlich gehabt? Ja, danke. Ich habe Ihnen Herrn Papa mitgebracht. Dort steht er, ja. Es ist ihm nicht schlecht gegangen, gell? Hast du meinen Brief bekommen? Ja, das Telegramm auch. Eigentlich müsste ich dich ja hier verschmachten lassen. Du Lümmel. Grüß dich gut. Hat er zu mir gesagt, Herr Wellner, zu mir. Dabei sind wir in derselben Straße aufgewachsen, haben dieselbe Schulbank gedrückt. Ja, ich verstehe ja nicht, wie der so verwienern konnte. Aber ich meine, ein großes Licht ist er nie gewesen, jedenfalls. Die große Nulpe war. Unter uns gesagt, er war immer der schlechteste Schüler der ganzen Klasse. Der gute Giesemann, der ist schon in der Schule immer der schlechteste Schüler. So. Naja. Also die Streitaxt ist jetzt begraben, nicht wahr? Ja, ja. Meine Herren, also nicht für ungut. Ich hab's ja nicht böse gemeint, aber man soll nicht zu voreilig sein. Nein, der Herr Papa interessiert sich fürs Schloss. Ja, aber ihm so gut. Das hat vor der Anzeit. Ja, ja. Vor allem muss ich mal meinen lieben alten Freund Giesemann begrüßen. Ja, na, die ganze Angelegenheit, die können wir ja dann später erledigen. Ja. Zuerst muss ich jetzt mal mit der Edith sprechen. Ja, mit der Edith? Ja, mit der Edith. Ja. Na, was ist denn los? Ist was passiert? Na, passiert ist nichts, aber... Sie hat sich verlobt. Was sagen Sie da? Verlobt? Ja. Yeah. Mit wem? Ja, mit dem Bobby. Mit dem Bobby? Die Edith? Aber Horchinger, das ist doch nicht möglich. Schanz. Ja, lass es. Oh je, mir scheint, die Edith hat dort Dummheit gemacht. Natürlich, jetzt fällt es mir auf. Sie hat ja so geweint um ihn. Bei der Polizei. Und der ist ja auch ganz... Ach, wenn man so zurückdenkt, es war doch eine schöne Zeit. Ja, weißt du, mein lieber Thomas, vielleicht wäre alles im Leben anders gekommen, wenn du damals nicht sitzen geblieben wärst. Ja. Naja, du warst immer der schlechteste Schüler in der Klasse. War ich? Na, soweit ich mich erinnere, war es wohl umgekehrt. War ich? Ja. Reden wir nicht drüber, Thomas. Sag mal, was drucksen Sie denn so rum hier, Herr Wallen? Mein lieber Herr Giesemann, ich bitte Sie um... Was ist das? Etwas sehr, entschuldigen, etwas sehr Wichtiges. Was ist denn? Geht's schon wieder auf Leben und Tod? Noch Ärger. Kommen Sie. Entschuldigen. Alles. Oh, jetzt der Fisch hier rum, wie von wilden Affen gebissen. Was gibt's denn wieder so Wichtiges? Sie kennen das Mädel nicht heiraten. Wieso? Na, weil sie einen anderen liebt. Wen? Den Wellner. Den Jungen natürlich. Also jetzt habe ich genug, Horchinger. Jetzt verdächtigen Sie die arme Grete, wie das der Wellner liebt. Was denn, aber wer redet denn von der Grete? Na, ich. Sagen Sie, wen wollen Sie denn eigentlich heiraten? Grete. Was, die Grete? Ja. Die Grete, na, das ist alles in Ordnung. Cool, Jesus, jetzt muss ich wieder den Wellner aufklären. Und das, was das für ein Durcheinander ist, wer sie auch nichts reden, wer sie oder so immer eigenmächtig. Herr Wellner, na, lieber die Edith. Herr Edith. Herr Gott, noch einmal, wo wird denn die wieder? Ach, Herr Xave, war man so leichtsinnig, sie freizulassen, oder sind sie ausgebrochen? Reden Sie nicht solchen Unsinn! Was ist los mit dem Bobby? Sie haben sich mit Bobby verlobt? Erstens geht Sie das gar nicht an. Und zweitens, würde Sie das stören? Ich möchte wissen, ob Sie sich mit Bobby verlobt haben oder nicht. Aber Tommy, wie kann man denn nur so dumm sein? So eine Frechheit.
Also wir müssen doch früher lauter Riesen gewohnt haben. Ach, Herr Horchinger, gut, ja? Ich wollte Sie nämlich mal was fragen. Ja, was denn? Sagen Sie mal, Herr Horchinger, was haben Sie eigentlich gegen mich? Wieso denn? Na, hören Sie, wieso? Jedes Mal, wenn ich gekommen bin, haben Sie so komisch geguckt. Aber woher? Das bilden Sie doch nur ein. Nein, ich habe das Gefühl, dass Sie was gegen mich haben. Im Gegenteil, Sie sind mir sogar sehr sympathisch. Ja, wirklich, im Ernst? Na, was denn? Denken Sie mal, wie der Mensch sich irren kann, ja, nicht? Na, gratuliere. Sie wissen? Bitte ehrlich, ich habe doch das Ganze gemacht. Oh Gott, wie süß, er hat's gemacht. Servus. Was denn? Ist Ihnen unangenehm? Nein, im Gegenteil. Ich war nicht drauf gefasst. Ja, mein Kleiner, ich komme. Ja. Entschuldigen Sie. Ja, sogar ein sehr lieber Kerl. Der ist sehr lieb. Klug, energisch, versteht was von der Landwirtschaft. Also ist eine Frau für uns. Für uns. Horchinger! Herr Horchinger, kommen schnell! Sie ist schon da! Na, also hat's doch auf mich gewartet. Brav, brav, was doch gut, gell? Das ist richtig. Der Wilhelm ist einverstanden. Was denn für ein Wilhelm? Na, mein Freund Giesemann. Ach so, der Onkel. Ja. So. Wir gratulieren. Aber das macht man doch nur zu Silvester. Es gibt keine Luft.